Herzlich willkommen zum 20. Mitteldeutschen Energiegespräch. Ich freue mich, dass Sie doch schon so zahlreich Gelegenheit haben, dabei zu sein. Und werde auch gleich noch eine kleine Vorstellung machen. Erlauben Sie mir einfach zu Beginn wenige Worte in einem Zitat. Erinnern daran, dass heute vor 14 Tagen Professor Kurt Biedenkopf verstorben ist. Und er war einer der engagierten Initiatoren dieses Mitteldeutschen Energiegespräches. Mit ihm haben wir das erste gemacht. Und da darf ich mal die Stimme von Dr. Ralf Täter, auch ein Freund des Energiegesprächs, Partner von Herbert Smith und Freehills, zitieren. Professor Biedenkopf hat an jenem Abend, also dem ersten Energiegespräch vor 9 Jahren, nicht nur durch die gewohnte Brillanz im Vortrag geglänzt, sondern auch seine tiefe Verbundenheit zu Sachen und seine Chancen für die Menschen aufgezeigt. Ich empfinde es als ein Privileg, an diesem ersten MDEG dabei gewesen zu sein. Vielen Dank, Kurt Biedenkopf, für ein tiefgründiges Gespräch. Und dann gibt es noch einen Dank an das Team. Aber ich denke, das ist vielleicht doch noch ein schöner Start zum 20. Mitteldeutschen Energiegespräch. Und wir haben im Zusammenhang damit etwa 70 Anmeldungen, sehr hochkarätige Partner, die sich da angemeldet haben, zahlreiche Kommunen, darunter Leipzig, Unternehmen wie die MVV in Mannheim, die Veolia und die VNG AG, um nur einige zu nennen, die Zeitschrift für Kommunalwirtschaft, der Wirtschaftsspiegel in Thüringen, Vertreter Mitteldeutscher Landtage, Unternehmen der Fraunhofer-Familie, Landesentwicklungsgesellschaften, die TU Bergakademie Freiberg, die Universität Leipzig und die TU Dresden, der Ostdeutsche Bankenverband, die LBBW, der Präsident des Bundesverbandes Kraft- und Wärmekopplung zum Beispiel, Unternehmerverbände und, was ich immer gerne an dieser Stelle sage, weil es diesmal wohl am weitesten ist, die Business Angels oder der Business Angel Club aus Aargau in der Schweiz. Ich freue mich sehr. Ein großes Grüezi oder auch alle miteinander und ein herzliches Willkommen. In dieser Breite spornt das natürlich an. Ich darf insofern unsere Gäste begrüßen. Das ist die Barbara Rettig vom Zentrum für Luft- und Raumfahrt, auch in Vertretung für das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Marion Walzmann, ich sehe Sie auch, ganz großes herzliches Willkommen als Europaabgeordnete und Ministerin AD. Dr. Abendroth vom Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft der TU Dresden und dem Robert-Beuel-Institut. Olaf Ludwig als Geschäftsführer des BioH2 Umwelt GmbH. Frau Stevens, ich freue mich sehr, dass Sie auch wieder unter uns fallen und dabei sind. Vor 2 Jahren haben wir ja über die Zukunft der Gaswirtschaft im 21. Jahrhundert diskutiert in Leipzig. Wir wollen das im nächsten Jahr wieder tun, darf ich schon mal ankündigen. Und last but not least Dr. Christian Huck als erster Vorsitzender des Bioenergieverbund, dem ich gern auch bitte, doch gleich vielleicht auch ein paar Grußworte zu sagen. Meine Damen und Herren, nachdem wir am 25.03. diesen Jahres ja bereits die erste virtuelle Veranstaltung dieser Art durchgeführt haben und bereits da eine große Frequenz erreichen können, freue ich mich natürlich, dass wir heute das zweite Forum jetzt auch wieder virtuell leider hier durchführen können und freue mich natürlich auch oder bedanke mich vielmehr beim BMBF dafür, dass wir dieses Innovationsforum überhaupt realisieren durften und vor allen Dingen auch jetzt nochmal 2 Monate verlängern durften. Insofern bedanke ich mich natürlich, dass Frau Rettig in Vertretung des Bundesministeriums hier bereits kurz ein Grußwort an uns richten wird und natürlich auch Frau Walzmann, die ich ja aus früheren jahrzehntelang Mitarbeit kenne, dass ich auch Sie hier wieder begrüßen darf. Das nur ganz kurz und ich wünsche dieser Veranstaltung einen hervorragenden Verlauf, vor allen Dingen auch, wenn man sieht, wie wunderbar das Wetter heute uns eingestimmt hat, mit viel Regen, fast mit einem Donnerschwall und das wäre wahrscheinlich die Motivation der Wind, um das Forum weiter in die richtige Richtung zu bewegen. Herzlichen Dank, lieber Christian Huck. Ich darf im Weiteren noch begrüßen Professor
Henze, wir haben ihn schon als Host erlebt. Der wird uns wieder in charmanter Weise durch den gesamten Abend führen und im Co-Host an Christine Stück. Ich verspreche eine kurzweilige Veranstaltung. Das werden wir in der BioH2-Lounge auch noch sehen. Wir haben sie weiterentwickelt, wer beim ersten Mal schon dabei war. Und ja, das 20. Wir haben über diese Zeit jetzt, über das letzte Jahr, ein Innovationsforum Biowasserstoff begleitet. Wir sind nächstes Jahr als Mitteldeutsches Energiegespräch 10 Jahre alt. Wir planen schon auch dann wieder eine Präsenzveranstaltung, um da einfach mit Freude und sich auch mal persönlich zu sehen. Es ist nicht unbedingt üblich, dass man ein Mitteldeutsches Energiegespräch zu diesen Themen über die Zeit so macht, aber das Thema ist einfach so wichtig und es ist auch spannend. Das wird sich zeigen im Verlauf der Diskussion. Und ich verspreche Ihnen zum Schluss, wie sagt der Carsten so schön heute schon, vor der Veranstaltung einen Experimentiertisch zum Wasserstoff, wo wir dann nochmal so in die Küche der Wasserstoff-Erzeugung schauen können. Jetzt darf ich aber Frau Barbara Rettig bitten, seitens des zuständigen Organträgers, bitte ein paar Worte an uns zu richten, beziehungsweise einfach mal dieses ganze Thema einzuordnen, Frau Rettig. Für die einführenden Worte, Herr Otto, lieber Herr Dr. Huck, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich heute, Ihre Veranstaltung zum Innovationsforum BioH2BK im Rahmen des 20. Mitteldeutschen Energiegesprächs, wenn auch nur digital, mit eröffnen zu können. Gerne wäre ich natürlich vor Ort. Ich habe das immer sehr genossen, vor Ort solche Veranstaltungen zu besuchen und den Austausch mit Ihnen vor Ort an besonderen Orten, an schönen Orten, Land auf, Land ab zu tätigen. Aber ich möchte Ihnen erstmal beste Grüße, gutes Gelingen von Ministerialrätin Dr. Gisela Philipsenburg überbringen. Sie ist die Leiterin des Referates Nachhaltige regionale Innovationsinitiativen im BMBF und somit nicht nur für die Innovationsforen Mittelstand, sondern insbesondere aktuell für die ganze Programmfamilie Innovation und Strukturwandel mit derzeit 4 Förderprogrammen verantwortlich. Ganz kurz vielleicht dazu, hierbei geht es um den Wandel in strukturschwachen Regionen. Und diese Förderprogramme, die derzeit laufen, unterstützen strategische Bündnisse dabei, regionale Innovationspotenziale weiterzuentwickeln. Darüber hinaus, das wissen Sie, wenn Sie die Seite des BMWF aufmachen und alleine zum Thema Wasserstoff, grüner Wasserstoff gucken, es gibt fast täglich neue Initiativen des BMWF. Und eine ganze Reihe von Fachprogrammen, die Ihr Thema unterstützen. Da wir uns aber heute bei dem Innovationsforum oder um das Innovationsforum Mittelstand befinden und kümmern, würde ich gerne ein paar Denkansätze zu dieser Fördermaßnahme erzählen, aus dem Ihr Innovationsforum heraus gefördert wird. Dieses Programm, und das ist etwas, was mich ganz besonders freut, weil ich von Anfang an dabei bin, existiert tatsächlich schon im 20. Jahr. Seit Beginn der Innovationsforen im Jahr 2001, damals war es eine Innovationsinitiative nur für Ostdeutschland, hat sich 2016 weiterentwickelt zu Innovationsforen Mittelstand und wurde für Gesamtdeutschland ausgelegt, haben wir mittlerweile 270 Innovationsforen gefördert, davon über 200 in Ostdeutschland. Und seitdem treibt uns das Thema Innovationen in den unterschiedlichsten Feldern. Mal geht es um Hightech, mal um Kreativwirtschaft, mal um soziale Innovationen. Aber eins haben alle gemeinsam, es geht darum, wie entstehen Innovationen? Wie entstehen Innovationen, angefangen von regionalen Innovationen
bis hin zu disruptiven Innovationen. Und wir stellen uns immer wieder die Frage neu, wie können wir Ihre Innovationsprozesse unterstützen? Der Leitgedanke der Innovationsforen ist, dass sich Akteure aus den unterschiedlichsten Branchen und Disziplinen zusammenfinden, zukunftsweisende Themen diskutieren und Forschungsergebnisse austauschen. Bestenfalls entstehen Netzwerke, die über die bloße Projektarbeit hinausgehen und in nachhaltige, tatsächlich strategische Bündnisse münden. In häufig kreativen Prozessen werden neue Ideen und Impulse für innovative Produkte, Verfahren und Geschäftsmodelle entwickelt. Wir gehen immer davon aus, dass Innovationen dort entstehen, wo die verschiedensten Akteure gemeinsam die Grenzen von Institutionen und Branchen durchbrechen, und zwar auch im Kopf. Es gibt in unserer Zeit viele technische Möglichkeiten, alles ausgereifte Technologien, die uns in ziemlich vielen Bereichen zur Verfügung stehen. Aber wir sind davon überzeugt, dass erst im Zusammenspiel von wissenschaftlicher Entwicklung, Kooperation und tatsächlich gesellschaftlicher Nachfrage das enorme Potenzial für innovative Produkte, Serviceangebote und tatsächlich neue Geschäftsfelder entwickelt werden können. Dabei unterstützen oder initiieren die Innovationsforen Mittelstand neue Allianzen und legen den Grundstein für nachhaltige Innovationspartnerschaften. Mit dem Innovationsforum BioH2BK haben Sie sich den Aufbau eines Innovationsclusters Biowasserstoff und Biokonversion Mitteldeutschland vorgenommen. Das schien erstmal ziemlich viel, aber Sie haben das BMBF damals davon überzeugt, dass genau hier und mit Ihnen dieses Innovationsfeld zu bearbeiten ist. Dass nahezu parallel zu Ihrer Bewerbung damals die nationale Wasserstoffstrategie des Bundes entwickelt wurde, sollte Ihre Vision noch beflügeln. Mit der Zusammenführung der regionalen und überregionalen Kompetenzen aus Wirtschaft und Wissenschaft wollen Sie die vielversprechenden Potenziale neuer technologischer und innovativer Ansätze erschließen. Dabei setzen Sie anders als viele Initiativen, die sich mit dem grünen Wasserstoff beschäftigen, auf den Energieträger der bisher ungenutzten Biomasse und bauen auf die Ergebnisse existierender Netzwerke und deren Synergien in Mitteldeutschland auf. All das hat das BMBF überzeugt, sie zu unterstützen. Mit ihrer Initiative und der Zusammenarbeit mit der hier in der Region etablierten wissenschaftlichen Expertise, einem tatsächlich offenen Austausch gemeinsam mit den engagierten Unternehmen, den Kommunen, den kommunalen Betrieben und den Initiativen des Landes haben Sie beste Voraussetzungen hier in der Region, das heutige Thema erfolgreich zu entwickeln und die überregional, vielleicht sogar auch internationale Profilierung gemeinsam voranzutreiben. Ich bin auch sehr gespannt auf die bisherigen Ideen für neue Innovationsprozesse, auf die Ergebnisse Ihrer Studie und auf den Fortschritt in Ihrer Partnerstruktur. Wenn ich mich daran erinnere, in Ihrer Skizze hatten Sie schon einige Partner genannt. Jetzt hier auf dem Bild sehe ich schon eine ganze Anzahl mehr und denke mir, Sie sind auf dem richtigen Weg. Last but not least möchte ich mich bedanken im Namen des BMBF bei den Initiatoren und Ausrichtern, dem Bioenergieverbund e.V., insbesondere bei Herrn Dr. Huck, der als Projektleiter, ich kann sagen, unermüdlich und mit visionären Ideen die Vernetzung der Akteure vorangetrieben hat. Danke auch an die VI Strategie GmbH, Herrn Otto, für die strategische Unterstützung und dem gesamten Team, das aktiv für die Planung und Durchführung dieses Forums. Und besonders freue ich mich auf die Lounge nachher,
eingebunden war. Aber auch Ihnen allen, die sich heute die Zeit genommen haben, dabei zu sein, Ihre Expertise in dieses spannende, hochaktuelle Thema eingebracht haben und hoffentlich auch weiter einbringen werden. Ich wünsche Ihnen, dass Sie es mit Ihrem Innovationsfonds Mittelstand und dem Engagement schaffen, weitere richtige und wichtige Partner für Ihre Plattform zu gewinnen, nachhaltige Allianzen zu schmieden, um Ihre Visionen, Ihre Ideen für neue Produkte und Dienstleistungen in Form eines Kompetenzzentrums oder einer Bioenergiefabrik weiterzuentwickeln, neue erfolgreiche Handlungsfelder zu eruieren, innovative Lösungsansätze, Umsetzungsstrategien, Produkte und Verfahren, aber auch Geschäftsmodelle rund um das Thema grüner Wasserstoff in ihren Anwenderbranchen zu erschließen und damit hoffentlich einen Beitrag zu einem klimaneutralen Deutschland 2045 zu leisten. Und hier, das wissen Sie am besten, gibt es noch sehr, sehr viel zu tun und das kann keiner alleine. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Dankeschön. Frau Rettich, herzlichen Dank. Wir klatschen alle virtuell Beifall dafür. Ich darf, hier kommt er auch schon virtuell. Danke. Ich darf Ihnen sagen, wenn wir jetzt präsent werden, gibt es Original Thüringer Rostbratwürste und Rostbredel. Das kann man aber sicher noch mal irgendwann auch nachholen. Also die lokalische Seite war schon ziemlich ausgeplant auch dazu. Aus der Runde heraus gibt es zahlreiche Ideen, wie man das Ganze auch weiterentwickeln kann. Ich darf die Runde ermuntern, wenn es eine Frage gibt, sie gern auch jetzt schon mit einzubringen. Sie sind sicher gern auch bereit, auf diese Fragen zu antworten. Ich möchte an dieser Stelle noch ergänzen oder noch mal darauf hinweisen, der Film, also unsere Veranstaltung wird aufgezeichnet, wird dann wieder auf YouTube zu sehen sein. Und da kann man also auch noch mal alles nachlesen. Sie haben viele kluge Punkte da drin genannt. Ein Punkt, den ich einfach da noch mal so aufgreifen möchte als eine Frage meinerseits. Wir werden gleich dann vom Dr. Hood einiges zur Studie hören und diese Studie zeigt insbesondere in Schlussfolgerungen. Wenn man also sieht, was es in den mitteldeutschen Ländern gibt, dass da vieles auch so nebenher passiert, was man ein bisschen mehr noch zusammenfügen kann und wo zum Beispiel diese Initiative sehr gut nützlich sein kann und helfen kann. Wir haben das mal so als einen Arbeitsbegriff Campus Bio H2 bezeichnet. Das ist ja so ähnlich wie, wenn man so aus den Kinderschuhen rauskommt, man braucht immer noch die Unterstützung der Eltern. Also ich rege an, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren und dass man einfach vielleicht doch mal nachdenkt, wie man aus diesen Themen, wenn wir also in die Studie reinschauen, gibt es wahnsinnig viele Themen, wo man einen Arbeitsplan draus schmieden kann, wie man aus den Themen heraus vielleicht doch noch ein bisschen die Kinder weiterführt oder dieses Kind weiter glücklich so entwickelt, dass es dann mal auch allein stehen kann. Ist sowas denn möglich, wenn ich da mal so Kess weiterfragen darf? Also Sie sollten auf jeden Fall weitermachen und wenn Sie vor 3 Tagen auf die Internetplattform oder auf die Webseite des BMBF geguckt haben, es wird zu Ideenwettbewerben tatsächlich aufgerufen. Vor 5 Tagen, ich meine, oder ungefähr, da hieß es, es gibt nochmal 300 Millionen Euro für weitere Projekte, aber man muss natürlich genau diesen Bedarf an Forschung, Innovation benennen und beschreiben. Ja. Und dann, wenn man dann natürlich mit einem guten Konsortium auftaucht, sage ich mal, ne, und sich mit seiner Skizze bewirbt, umso bessere Chancen haben sie natürlich auch. Danke. Gibt es aus unserer Runde noch weitere Fragen dazu? Vorerst nicht, dann darf vielleicht, ich, vielleicht noch ein kleiner bitte? Hinweis. Wir können dann sicherlich nachher in der Lounge auch noch mal vertiefen. Diese Förderprogramme, die ich vorhin genannt hatte, aus unserem Referat von Frau Dr. Philipsenburg, die betreffen ja Strukturwandel und Innovation. Das sind ja themenoffene Maßnahmen. Dann gibt es eine Reihe von Fachprogrammen. Es ist immer ratsam, den
Projektträger anzusprechen. In dem Fall ist PTJ, wenn es mehr um Strukturwandel geht. Ja. Und bei den Fachprogrammen hat die Förderberatung des Bundes einen super, super Überblick. Den kann man jederzeit ansprechen. Danke. Ich möchte jetzt der, ich sag mal so stichpunktartigen Auswertung von Dr. Huck nicht vorgreifen hinsichtlich der Studie, aber große Überschrift ist nicht nur, dass Mitteldeutschland also Riesenchancen hat, eine Energiespeicherregion zu werden, sondern auch eine sehr effiziente oder sehr starke Wasserstoffregion. Und da gibt es viele Ansätze, wenn man sich die Studie anschaut, wo man in der Tat in diesem Sinne weiterarbeiten sollte, wie Sie es angeregt haben. Herzlichen Dank. Gerne. Ich freue mich jetzt, liebe Marion Walzmann, wir kennen uns schon sehr lange, deswegen darf ich das so freundschaftlich auch formulieren, dich hier begrüßen zu dürfen, auch in deiner Eigenschaft als Mitglied des Europäischen Parlaments, des 9., auch ganz wichtig, Ministerin AD. Und wir haben vor etwa einem Jahr auch im Bioenergieverbund uns mal anschauen dürfen, mit den Kollegen Huck und auch Luschnigg, was da so Spannendes gemacht wird. Und diese Einordnung in den europäischen Kontext, was wir daraus vielleicht aus Europa mitnehmen können oder wie wir uns da in Europa präsentieren können, da freue ich mich jetzt auf deine Worte. Herzlichen Dank. Ja, lieber Rainer Otto, lieber Christian Huck, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe sehr gerne die Einladung angenommen, heute dabei zu sein, hier auch ein paar Worte am Anfang zu sprechen und in der Diskussion mit dabei zu sein. Es ist im Übrigen genau die richtige Zeit. Die Sommerpause für das Europäische Parlament ist vorbei. Hoffentlich gibt uns Corona die Möglichkeit oder das Ende der Pandemie die Möglichkeit, im Herbst auch wieder vor Ort in Brüssel mehr Aktivitäten und Besuchergruppen zu empfangen und vor Ort auch zu diskutieren. Und in diesem Herbst wird es ganz spannend, denn der European Green Deal ist die große Überschrift. Und in Ausübung oder in Ausfüllung des Aktionsplans und des Klimagesetzes werden mehr als 20 Legislativakte in diesem Herbst auf den Tisch des Europäischen Parlaments flattern. Das heißt, wir haben eine ganze Menge zu tun und es wird eine Reihe von Beratungen dazu geben, die sich die nächsten 1 bis 1,5 Jahre hinziehen, aber die ganz, ganz konkrete Maßnahmen auch festlegen. Erster Punkt, ich habe gedacht, ein bisschen schlaglichtartig. Der Rainer Otto hat mir eine ganze Reihe von Dingen auf die Agenda geschrieben, zu denen ich was sagen soll. Deshalb versuche ich das in aller Kürze, aber trotzdem mit einigen Punkten auch zu machen. European Green Deal. Das heißt, Eulen nach Athen tragen in ihrem Kreise. Aber eins muss man dazu sagen, das ist unsere neue Wachstumsstrategie. Und dieser European Green Deal, der ja im Dezember 2019 von Ursula von der Leyen, der Kommissionspräsidentin, erläutert und vorgestellt wurde, wird sukzessive ausgefüllt mit legislativen Vorgaben in Verordnungen, Rahmenrichtlinien, aber auch untersetzt durch den Haushalt und die mittelfristige Finanzplanung, denn dort hängen Subventionen, Investitionen dran, die es uns erst ermöglichen, diese neue Wachstumsstrategie eben auch umzusetzen. Es wird uns ermöglichen, Emissionen zu senken und gleichzeitig wollen wir Arbeitsplätze schaffen mit dem European Green Deal. Dazu gehört ein Aktionsplan und das Europäische Klimagesetz. Die Zielstellung lässt sich schnell beschreiben, dass die Ressourcennutzung durch den Übergang zur kreislauforientierten Wirtschaft verbessert wird und die Wiederherstellung der Biodiversität und Bekämpfung der Umweltverschmutzung uns neuen Spielraum gibt. Warum machen wir das? Wenn wir unseren Ressourcenverbrauch nicht ändern, werden wir bis 2050 mindestens 3 Erden brauchen, um unseren Ressourcenbedarf zu decken. Die haben wir nicht. Also müssen wir von dem Paradigma der Wegwerfgesellschaft zur CO2-neutralen, ökologisch nachhaltigen Kreislaufwirtschaft wechseln. Und das große Ziel ist, Europa bis 2050 als ersten klimaneutralen Kontinent der Welt zu errichten.
Ziel ist es, das Wirtschaftswachstum von der Ressourcennutzung zu entkoppeln. Und dazu setzen wir viel Geld ein. Das haben wir vor dem Sommer noch beschlossen. Ein Drittel der Investitionen aus dem Aufbaupaket Next Generation EU und dem 7-Jahres-Haushalt der EU mit insgesamt 1,8 Billionen Euro fließt in den Green Deal. Das heißt, Übergang zu einer ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft. Und mit Blick auf das Thema heute, Wasserstoff soll in Sektoren genutzt werden, in denen er fossile Brennstoffe ersetzen kann. Die Kernzahlen sind klar. Wo wollen wir bei der Umsetzung den Hebel ansetzen? Primär bei Mobilität und Verkehr, bei Gebäuden und Energie. 40% erneuerbare Energie bis 2030 ist die Marschlinie. Und wenn wir zur europäischen Wasserstoffstrategie kommen, dann ist der European Green Deal und die neue Wasserstoffstrategie der EU, das sind die Kernelemente der Wachstumsstrategie. Sie spielen auch eine Schlüsselrolle im Übrigen bei der Überwindung der wirtschaftlichen Pandemieschäden. Bis 2030 haben wir ganz klare Senkungsraten verankert. Bis 2030 sollte Netto-Treibhausgasemissionen um mindestens 55% gegenüber 1990 reduziert werden. Das schafft man nur mit einer sehr ambitionierten Zielsetzung. Und deshalb hat am 8. Juli 2020 die Europäische Kommission die Europäische Wasserstoffstrategie vorgestellt. Ich habe hier das dicke Papier. Keine Sorge, ich werde nicht daraus referieren. Das kennen Sie, glaube ich, die Inhalte besser. Aber ich möchte zwei Dinge betonen. Die EU-Kommission hat in ihrem Aufbauplan Next Generation EU Wasserstoff als Innovationspriorität hervorgehoben, da er dazu beitragen kann, Wachstum und Krisenfestigkeit der Wirtschaft zu stärken und Arbeitsplätze eben nicht nur zu schaffen, sondern eben auch unsere Führungsrolle, was Innovation und Technologie angeht, zu konsolidieren. Warum dazu die Wasserstoffallianz? Da kann ich an Frau Redding anschließen. Unternehmen und Behörden sollen gezielt zusammenarbeiten, um zu identifizieren, welche Technologien und Investitionen erforderlich sind und welche regulatorischen Hürden es gibt und welche wir natürlich überwinden müssen. Und natürlich, welche Anschubfinanzierung nötig ist. Die EU-Wasserstoffstrategie muss nicht nur konsequent, sie kann nicht auf einen Schlag umgesetzt werden. Und deshalb müssen wir schon die Zielstellung auch markieren. Wir haben, was die finanzielle Seite angeht, ziemlich ambitionierte Förderziele. Europa fördert Wasserstoff mit Subventionen und Investitionen. Bis 2030 sollen das für Subventionen in Firmen, die Wasserstoffsysteme investieren, 145 Milliarden Euro sein. Und es sollen Investitionen von 430 Milliarden Euro damit erschlossen werden. Das zeigt eigentlich schon die Bedeutung. Und diese Bedeutung des Wasserstoff, der Wasserstofftechnologie, insbesondere von sauberem Wasserstoff, soll Europa Auftrieb verleihen. Nun werden Sie sagen, Wasserstoffstrategien haben wir in Baden-Württemberg, in anderen Bundesländern, wir haben sie in Deutschland, wir haben sie in Portugal, wir haben sie in Frankreich, wir haben auch die europäische Wasserstoffstrategie. Auf dem Papier alles okay, aber auch China, Asien und andere schlafen ja nicht. Auch die haben ihre Strategien aufgelegt. Es gilt, diese Strategien in die Realität umzusetzen. Und den Unternehmen, die mit Vorschlägen, mit Innovationen sich einbringen, natürlich auch die Rückendeckung, die Unterstützung zu geben. Und insbesondere, das ist meine ganz persönliche Überzeugung, wir sind in Thüringen einem Land der KMUs, dass wir die kleinen und mittelständischen Unternehmen dabei nicht vergessen, die oftmals auch unter dem EU-Vorzeichen mehr Unterstützung und Hilfe brauchen, auch die Angebote und Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Und deshalb herzlichen Dank
an die Initiative, an das Konsortium, dort insbesondere auch eine Ideenbörse zu bilden, um gerade auch kleine und mittelständische Unternehmen dort noch besser zu integrieren. Wasserstoff kann als Einsatz oder Brennstoff, als Energieträger zur Energiespeicherung genutzt werden. Es bietet vielfältige Möglichkeiten. Im Übrigen hat die Mitteilung der Kommission von 2020 das erste Mal eine Art Definition und Klassifizierung auf den Tisch gelegt. Wir reden ja von grünen, von blauen, von grauen, von türkisem Wasserstoff. Aber klassifiziert wurde es das erste Mal in dieser Mitteilung, sodass man auch sich über die Definitionsfragen erstmal einig wird. Und dass wir die Treibhausgasemissionen in Industrie und Verkehr bei der Stromerzeugung und im Gebäudesektor senken können, steht unbenommen fort. Aber dafür haben wir drei Schritte des Fahrplans für eine europäische Wasserstoffstrategie in einem Ökosystem zusammengefasst. Und das sind relativ konkrete Ziele, nämlich bis 2024 werden wir in der EU die Installation von Elektrolyseuren für erneuerbaren Wasserstoff mit einer Leistung von mindestens 6 Gigawatt sowie der Erzeugung von bis zu 1 Million Tonnen an erneuerbaren Wasserstoff unterstützen. Zwischen 2025 und 2030 muss Wasserstoff zu einem festen Bestandteil unseres integrierten Energiesystems werden. Und dazu müssen wir Elektrolyseure für erneuerbaren Wasserstoff mit einer Leistung von mindestens 40 Gigawatt installieren, die in der EU bis zu 10 Millionen Tonnen erneuerbaren Wasserstoff erzeugen. Zum Vergleich, ein Stahlwerk benötigt ungefähr 2,5 Millionen Tonnen erneuerbaren Wasserstoff, nur um das auch mal ins Verhältnis zu setzen. Ab 2030 wird erneuerbarer Wasserstoff in großem Umfang in allen Sektoren eingesetzt, in denen die CO2-Emission bisher nur schwer gesenkt werden kann. Das heißt, kein schuldhaftes Zögern, würde ich mal sagen, als Juristin. Da stehen große Aufgaben vor uns. Und deshalb zu der Frage 3, die mir der Rainer Otto gegeben hat, die Einordnung der europäischen Wasserstoffstrategie in ein klimaneutrales Europa. Es ist richtig, im Juni 2020 haben wir das Europäische Klimagesetz vom Parlament und auch vom Rat angenommen. Die EU ist im Übrigen die einzige große Volkswirtschaft der Welt, die im Einklang mit dem Klimaabkommen von Paris Rechtsvorschriften für alle Wirtschaftszweige erlassen hat, um die Treibhausgasemissionen zu senken. Weltweit gehen wir dann mit gutem Beispiel voran und nutzen natürlich auch unsere Mittel der Diplomatie, der Handelspolitik und der Entwicklungszusammenarbeit, um den Klimaschutz nicht nur zu fördern, sondern eben auch um die notwendige internationale Dimension als wesentlichen Bestandteil des EU-Konzeptes mit abzusichern. Es geht nicht ohne internationale Partnerschaften im Energiebereich und es geht auch nicht ohne neue Partnerschaften im Energiebereich. Wir brauchen einen funktionierenden, berechenbaren Wasserstoffbinnenmarkt, wo rechtliche Hindernisse überwunden werden müssen. Hier bitte schön auch die Aufforderung an Sie, uns Hinweise zu geben, wo Sie Hürden und Hindernisse im Binnenmarktsystem des Wasserstoffhandels sehen. Wir brauchen einen kohärenten, auch einen integrierten und umfassenden Regelungsrahmen für den Wasserstoffmarkt. Und der darf aber nicht heißen, das habe ich vorhin schon gesagt, dass KMUs benachteiligt werden. Und das ist immer die Herausforderung, wenn es um Regelungen geht, er muss so flexibel sein, dass innovativen Vorreitern die Nutzung der Vorteile erleichtert wird und sie nicht behindert werden. Was können wir dafür tun? Den geplanten und schon angelaufenen Maßnahmenkatalog habe ich schon in zwei Punkten aufgeführt. Lassen Sie mich meine 5 persönlichen Punkte nennen, die ich im Europäischen Parlament dazu vertrete.
Ich sage, der Übergang zum grünen Wasserstoff kann nicht nahtlos erfolgen. Einfach den Hebel umlegen, das geht nicht. Das heißt, wir müssen auch Zwischenschritte machen. Die Wasserstoffstrategie der EU-Kommission basiert darauf, in einer Übergangsphase auch auf sogenannten blauen Wasserstoff zu setzen. Dieser wird aus Erdgas hergestellt. Das dabei entstehende CO2 wird aber abgespalten und gespeichert, sodass es nicht in die Atmosphäre gelangt und zur globalen Erwärmung beitragen kann. Die nächste Stufe, die wir anstreben, ist der grüne Wasserstoff, der mit Strom aus erneuerbaren Energie erzeugt wird und der uns mithilfe von EU-Geldern bis 2030 wettbewerbsfähig machen soll. Aber wie gesagt, den Hebel kann ich nicht über Nacht umlegen und das müssen wir auch wir in unsere Pläne einbeziehen. Ich plädiere für einen harmonischen Dreiklang aus Klimaschutz, Wirtschaftlichkeit und Sozialverträglichkeit. Anders funktioniert das Ganze nicht, ohne und gegen die Wirtschaft schon gar nicht. Drittens, Klimaschutz muss international über Europa hinaus abgestimmt werden. Und da können Sie mir glauben, das ist der schwierigste Teil daran. Denn wir wollen nicht, dass Industrien sich verlagern oder Innovationen sich verlagern aus Europa heraus. Wir wollen sie hier behalten. Und wir brauchen ein internationales Level Playing Field, damit alle Treibhausemittenten, auch China und Länder der Dritten Welt, einen angemessenen, fairen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Das Pariser Klimaschutzabkommen war ein erster Schritt. Weitere müssen jetzt folgen. Fünftens, last but not least, wenn Unternehmen Arbeitsplätze und Know-how in Ländern mit geringeren Klimaschutzauflagen dahin abwandern, dann schadet das nicht nur unserer Wirtschaft, sondern vor allem dem Klima, das schon genug gebeutelt ist. Schlussstrich drunter. Wasserstoff, es gilt als Schlüsselelement der Gegenwart und als klimafreundlichstes Mittel zum Zweck für die Energie der Zukunft. Die Wasserstoffelektrolyse, die ist seit 200 Jahren bekannt. Wir reden über nichts Neues, aber wir reden darüber, wie können wir sie als einen Problemlöser der Energieprobleme der Zukunft einsetzen und wie können wir dabei die Nase vorn behalten. Darum geht es. Wie können wir in Europa die Nase vorn behalten und davon auch wirtschaftlichen Profit erzielen? Wie können wir wirtschaftlich davon profitieren? Von echten Erfolgen trennt uns hoffentlich nicht mehr viel. Aber wir sind auch noch nicht angekommen und deshalb geht es um Bestandsaufnahme und Handeln. Das heißt auch Subvention fördern, unterstützen, Innovation anfordern. Und ich halte die European Clean Hydrogen Alliance für den richtigen Ansatz. Deshalb Gratulation zum Thema der Tagung. Aber wir brauchen die Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft, Forschung, Politik und der Zivilgesellschaft, die gemeinsam da anpacken müssen. Und das ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu den EU-Klimazielen. Und die Europäische Allianz für sauberen Wasserstoff wird, glaube ich, die Entwicklung einer sauberen und weltweit wettbewerbsfähigen Wasserstoffindustrie in Europa unterstützen. Projekte gibt es viele. Ihre innovativen Ideen, denen werde ich jetzt interessiert zuhören. Ich danke für die Studie, die Sie erarbeitet haben. Bin jetzt neugierig, was Christian Hoog vorstellt und fordere Sie nochmal auf, mir Anregungen mit in meine Arbeit nach Brüssel zu geben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wiederum einen virtuellen Beifall. Herzlichen Dank, liebe Marion. Ich darf nur ergänzen, wir wollen in diesem Jahr, in diesem mitteldeutschen Energiegespräch, das ist so ein Wunsch vieler, zur EU-Taxonomie sogar noch mal sehr leidenschaftlich debattieren. Das ist ja so ein Thema, was du hier mit angerissen hast. Danke, wir sind völlig in der Zeit. Besser als beim letzten Mal, darf ich sagen. Und darf dir noch mal herzlich danken, liebe Marion. Und den Christian Hoog bitten,
in seiner Art als Spiritus Rector der Veranstaltung, aber auch Innovator und jemand, der einfach die Fähigkeit besitzt, die verschiedensten Mitspielercharaktere und Unternehmen zusammenzubringen. Einfach mal einiges zu berichten über das Innovationsforum und auch über die Studie. Lieber Christian, bitte, du hast das Wort. Ich danke erstmal für die einleitenden Worte und merke natürlich, dass wir sehr viel zu tun haben. Und ich kann natürlich auch so sagen, wir haben bereits einiges erreichen können. Und ich würde in meinem Vortrag an sich einen Bogen spannen über die allgemeine Situation zum Thema Klima- und Energiepolitik. Wie sieht es denn derzeit wirklich weltweit aus? Weil Marion Weizmann hat ja mitgeteilt, dass die EU zum Zeitpunkt X klimaneutral sein will. Nur was passiert mit der Welt? Und da würde ich ein paar Ausführungen machen. Würde zum Thema Biomassepotenzial aus der letzten Präsentation noch mal kurz 5 Folien vorführen, um zu zeigen, was wir uns unter der Nutzung von Biomasse vorstellen, und würde dann natürlich darstellen, was haben wir bisher gemacht, das Thema Studie ganz kurz anreißen, weil es ist wohl besser, wenn man selber nachliest, wie wenn man hier nur ein paar kurze Worte bekommt. Ja, die erste Folie zeigt Erschreckendes, weil das Thema Klimawandelszenarien bereits 1948 ein Thema war. Und wenn Sie lesen, immerhin in einem Werk, Urania Heft 1, 1948, da war schon fixiert worden, dass der Raubbau an der Natur nur noch sehr selten aus Dummheit entsteht. Die Hauptantriebsquelle ist die Profitgier einzelner oder kleiner mächtiger Gruppen. Interessen der Weltgemeinschaft, was auch immer das sein soll, spielen aber keine Rolle. Das als Einstieg. Die Ist-Situation, meine Damen und Herren, sind noch erschreckender. Ich habe hier nur mal dargestellt, was 2021 uns erreicht hat. August-Hochwasser, die Waldbrände, und habe in Zahlen mal dargestellt, was für Milliardenschäden zum Beispiel die Dürre 2018 in Europa ausgelöst hat. Laut Munich Re bedeuteten das Schäden von 3,9 Milliarden US-Dollar ohne indirekte Kosten wie steigende Rohstoffpreise. Eins ist entscheidend, es wird uns in den nächsten Jahren, werden uns immer mehr Naturkatastrophen ereilen. In den 80er Jahren waren es 290, jetzt werden wir wahrscheinlich 640, und es wird steigen, wenn wir nichts dagegen tun. Der Klimawandel als Ursache des anthropogenen Treibhauseffekts ist unbestritten, und erschreckender ist noch mehr, dass weltweit immer noch 790 Kohlekraftwerke geplant sind. Dabei befinden sich 490 im Bau. Und wenn ich hier noch den Satz von Herrn Steingart, immerhin einem profilierten Journalisten, zitieren kann, die Welt ist zuweilen nicht links oder rechts, sondern vor allem schizophren, dann beschreibt das diese Tatsache. Wichtig sollten wir natürlich auch nicht vergessen, dass durch das Anwachsen der Weltbevölkerung natürlich auch die CO2-Emissionen steigen. Und wenn man sieht, wer die größten Emittenten der Welt sind, dann ist China mit 28% Vorreiter, die USA mit 15% und Europa, der europäische Spitzenreiter, ist hier Deutschland mit 2%. Danach kommt das lange nichts aus Europa. Wenn man natürlich Russland teilen sollte, Russland liegt noch vorne mit knapp 5%. Für uns war nun die Frage, wie können wir an sich unseren Beitrag leisten zum Thema Klimawandel, Energiewende, und für uns war ein ganz entscheidendes Thema das ungenutzte Biokonversionspotenzial in Deutschland. Wir haben hier circa 21 Millionen Tonnen biogene Abfallstoffe, die von der Sache her derzeit unterschiedlich genutzt werden. Also wir haben hier einen Anfall an Kreislaufstauchschnitt in Deutschland, und die werden derzeit kompostiert,
an sich vergärt, verbrannt, das Thema Biotonne und Restmülltonne. Und wir haben da entscheidend Entsorgungskosten und wieder frei werdendes CO2. Für uns war die Überlegung gekommen, wie kann ich an sich diese biogenen Abfallstoffe vollständig nutzen. Und unsere Vorstellung war die Biokonversion als Umwandlung von Biomasse in energetisch und stofflich nutzbare Produkte durch Mikroorganismen im biotechnologischen Prozess. Hierzu, Sie sehen ja die Überschrift Gras zu Biowasserstoff, hatten wir bereits eine erste mehrere Veranstaltungen und hierzu wird Herr Luschnigg an sich noch weiter referieren. Auch hier diese Folie hatte ich beim letzten Mal schon gezeigt. Ich möchte es trotz alledem noch mal vorführen, welche Möglichkeiten bei der energetischen Biomasseverwertung zum Beispiel in einem Thüringer Oberzentrum entstehen. Die Zahlen sprechen letztendlich für sich und wir hatten diese Untersuchung aus dem Projekt heraus Klimainvest Thüringen machen können. Hier nochmal das Thema der Ist-Situation in Deutschland. Wir haben also den Biomasselieferanten, den Landwirt, der gleichzeitig eine Biogasanlage betreibt oder Tier- und Pflanzenproduktion, der letztendlich die biogene Stoffe wie Gärprodukte, Wirtschaftsdünger und Güllejauche, Mist an sich entweder in eine Biogasanlage bringt, wo dort durch anaerobe Prozessführung dann entsprechend Biogas hergestellt wird und der Rest wird dann möglicherweise kompostiert. Die regionalen Gebietskörperschaften, dort läuft das Gleiche. Auch da wird in der Hauptsache Kompost gemacht. Und das war unsere Überlegung. Hier sollten wir an sich eine Kreislaufwirtschaft initiieren. Und das würde so aussehen. Wir haben wiederum den Biomasselieferanten, der diese Produkte erzeugt. Und wir wollten oder wollen eine neue Prozesstechnik einführen, den sogenannten Grünwerttrag, der die Biomasse vorher fest flüssig trennt, um damit das Volumen deutlich zu verkürzen, um damit letztendlich die Produkte flüssig und fest im Vorprozess schon auszuselektieren. Das Gleiche haben wir natürlich auch bei den regionalen Gebietskörperschaften, die letztendlich das in die Prozesstechnik Biowasserstoff in eine sogenannte Biowasserstofffabrik bringen, wo wir dort die anaerobe Prozessführung in Wasserstofffermente haben, wo dort sowohl diese Flüssigbestandteile gespeichert werden können, das sogenanntes grünes Öl, und dann über anaerobe Prozessführung als Biogas oder Biowasserstoff erzeugt werden. Und der zweite Teil wäre letztendlich die Biokonversion. Das heißt, dass die sogenannten festen Bestandteile entweder als Pellets, als Depottünger, Futtereinstreu, oder viel wichtiger, als Biokunststoff an sich dann weiterverwertet werden. Das war unsere Grundsatzvorstellung für Deutschland. Wir haben natürlich gesagt, wir denken noch in der Richtung deutlich weiter, weil die Frage ist ja, was geschieht in dem Rest der Welt? Und wenn man sieht, was dort an ungenutztem Biomassepotenzial existiert, dann glaube ich, hätte man hier eine Möglichkeit, gerade auch der dritten Welt Lösungsvorschläge bringen zu können. Ein aktuelles Beispiel stellt für mich der Sargasso-See her. Dort haben wir einen riesigen Anlageteppich, der zwischen Mittelamerika und Afrika dahin diffundiert. Sie sehen es an der unteren Folie. Und wenn man weiß, dass dort eine Wachstumsverdoppelung innerhalb von 11 Tagen an sich resultiert und die Ursache letztendlich der Klimawandel sind, dann und noch wichtiger, dass das Ganze jedes Jahr abläuft, dann ist die Frage, was mache ich mit diesem Material? Und hier sollte eine bioenergetische und stoffliche Nutzung des Sargassums an sich erfolgen. Erste Ansätze sind bereits in den Ländern, speziell in Mexiko, an sich vorgeführt worden. Eine Idee war zum Beispiel der Bau eines Wohnhauses,
Aber hier könnten wir natürlich mit unseren Technologien noch deutlich effektiver arbeiten. Hier nochmal eine Zusammenfassung zur Potenzialhebung mit Alleinstellungsmerkmalen weltweit. Wir könnten also die biogenen Abfallstoffe dezentral verwerten, hätten die Biowasserstofffabrik als Baustein und die energetische Nutzung und dezentrale Energieverteilung an zum Beispiel Biowasserstofftankstellen und die stoffliche Nutzung zur Herstellung von Biokunststoff. Dann natürlich die Kosteneinsparung und umfängliches CO2-Minderungspotenzial. Das war an sich eine Vorstellung, die wir im Rahmen des Innovationsforums weiter transportiert haben. Nun hier die ersten Ergebnisse aus dem Innovationsforum mit den Überschriften Grünwertrag, Potenzialermittlung, Kreislauf Wirtschaft und die bereits angekündigte Studie. Auch hier nochmal der Hinweis, was hatten wir im Vorfeld seit 2016 gemacht? Wir hatten also einen parlamentarischen Abend, wo ein Vertreter unserer Unternehmen, der aus der BioH2-Umwelt, Frau Ministerin Karniczek, bereits zu unseren Vorstellungen informieren konnte. Dann hatten wir am 28.07. den Startschuss für die Entwicklung der Jena Biowasserstofffabrik unter Teilnahme vom Staatssekretär Bachtler und Herrn Dr. Kaufmann, Beauftragten der Bundesregierung und natürlich last but not least Frau Marion Walzmann, die hier als, wie sagt man so schön, als Fels in der Mitte der Brandung hier nochmal steht. Wir hatten am 25.09. bereits zum Start des Innovationsforums das Projekt Grünwertrag vorgestellt, hatten hier mit entsprechenden Vorträgen das Thema den Geschäftsführern und Unternehmensvertretern von kommunalen Einrichtungen, also Entsorgungsunternehmen, Stadtwerken etc., hatten also sowohl das Thema der Jena Biowasserstofffabrik, hatten Biokunststoff vorgestellt, den Grünwertrag und hatten vor allen Dingen auch eins zum Stand der Technik an der Pelletierpresse vorführen können. Als letzten Punkt hatten wir natürlich Erfahrungsaustausch am damals Corona-optimierten Thüringer Imbissbuffet durchführen können. Leider können wir das heute nicht, aber wie schon von Herrn Otto mitgeteilt, man könne es ja wiederholen oder nachholen. Am 25.03. hatten wir ja bereits dieses erste Forum. Die Ergebnisse sind selber im Netz dokumentiert. Hier nochmals mein herzlicher Dank an Herrn Otto und das Mitteldeutsche Energiegespräch, dass wir da gemeinsam dieses Thema trotz Corona an sich mit einer doch internationalen Präsenz bestreiten konnten. Weitere Ergebnisse sind natürlich unsere Webseite, wo wir dort aktuell jeden Monat entsprechende Themen hier haben einstellen können. Hier auch nochmal meinen Dank wiederum an Herrn Otto und Frau Stück, die hier an sich sehr intensiv ganz aktuelle Themen an sich hat mit einbringen können. Auch mein Dank gilt dem Bundesministerium, dass uns ermöglichen konnte, dass wir den Flyer erstellen konnten. Den hatte ich ja bei den Einladungen mit verschickt. Hier können Sie dann jederzeit noch mal lesen, was das Innovationsfeld sind, wer die Akteure und vor allem die Perspektiven hier noch mal nachlesen. Das, glaube ich, dieser kurze Flyer war für uns doch durchaus ein sehr gutes Entree bei den Unternehmen für unser Netzwerk zu werben. Weitere Ergebnisse haben wir mit dem Grünwertrag, allerdings nicht in Thüringen. Dort treten wir derzeit auf der Stelle. Wir hatten hier an sich mit einem Partnerunternehmen im Freistaat Sachsen die Möglichkeit, dass er bei einer Struktur- und Regionalentwicklung im sächsisch-bulgarischen Fokus gemeinsam mit dem Staatsminister Schmidt aktuell vom 24. bis 27. in Bulgarien das Thema Grünwertrag vorstellt. Wir hoffen, dass wir hier sehr gute Impulse erreichen können. Sie sehen also, wir sind
schon Deutschland und europaweit unterwegs. Weitere Ergebnisse möchte ich hier nennen mit dem Projekt aus Region Innovativ, IRMA, Entwicklung und Anwendung eines interkommunalen Reststoff- und Recyclingmanagements. Die Projektlaufzeit ist bis 2024. Läuft sie? Wir haben Projektpartner hier in Thüringen, die Stadt Jena, Saale-Holzland-Kreis, haben Unternehmen wie GEMIS, haben Forschungseinrichtungen wie das Fraunhofer-Institut, das MFPA und haben natürlich unser Robert-Boyle-Institut, das ja bei uns im Bioenergieverbund integriert ist. Hier kann, wenn Nachfragen stehen im Tremperaum, Frau Dr. Heidkamp, die hier mit zugeschaltet ist, dann weiter Auskunft geben. Sie ist hier auf der Strecke federführend. Weitere Ergebnisse haben wir mit einem Klima-Invest, das wir mit der Stadt Rula gemeinsam erstellen wollen. Hintergrund ist hier eine Potenzialermittlung und Machbarkeitsstudie zu biogenen Einsatzstoffen im Einzugsgebiet der Stadt Rula mit dem Ziel der energetischen Nutzung sowie Prüfung möglicher Maßnahmen zur Etablierung regenerativer Energiekonzepte. Wir werden diese Studie dann zum 31.12. abschließen. Ein weiteres Projekt, was allerdings noch in der Prüfung seit 31.05.2021 sich befindet, ist die Nutzung eines Förderprogramms nachwachsende Rohstoffe mit dem Thema IGM Urban Modular. Hier besteht die Vorstellung darin, das IGM intelligente Gebäudemöbel-Baukastensystem, was wir hier im Bioenergieverbund entwickelt haben, für Aufstockung auf Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsimmobilien als auch auf Wohngebäuden unter Einsatz von modular einsetzbaren, wiederverwendungsfähigen Navarro-Materialien für Trag- und Innenwandkonstruktion in energetischer Verknüpfung realisieren wollen. Sie sehen rechts auf dem Bild, wir haben durchaus sehr viele Flächen, die intensiver bewirtschaftet werden können und mit deutlich geringerem Kostenaufwand. Denn wie jeder weiß, wenn man eine Baugenehmigung beantragt oder sie ins Rennen schickt, weiß man, unter einem halben, dreiviertel Jahr läuft das Ganze nicht und wehe, man hat den falschen Bearbeiter und der ist mal gerade im Urlaub. Das wäre eine durchaus schnelle Lösung, um das Thema Wohnungsnot optimieren zu können. Und wir hoffen natürlich hier auf einen entsprechenden zeitnahen Zuschlag. Ja, die Studie Biokonversion Mitteldeutschland, zentraler Baustein für eine postfossile, biobasierte Wirtschaft, ist ja bereits mehrfach angesprochen worden. Ich würde hier nur an sich aus dem Resümee ein paar Sätze hier vorlesen und würde Ihnen dann natürlich die Möglichkeit geben, selber in Kürze diese Studie einzusehen, um dann selber für sich die entsprechenden Rückschlüsse zu ziehen. Wir haben hier auf der Folie dargestellt, wie wir die Kreislaufwirtschaft uns vorstellen. Das heißt also, biogene Reste und Abfallstoffe sollen sowohl energetisch als auch stofflich genutzt werden. Und Sie sehen an sich diese Kreislaufführung, wo ich der Meinung bin, das wäre schon mal, um das Thema Klimaneutralität irgendwann oder in Bälde zu erreichen, an sich eine sehr gute Lösung. In der Studie selber haben wir die Akteurslandschaft in Mitteldeutschland erfasst. Wir haben also in Thüringen 57 Akteure, im Freistaat Sachsen 54, Sachsen-Anhalt 37 Akteure. Wir haben hier auch die Wasserstoffstrategie des Freistaates Thüringen auch hier mit einbeziehen können. Sie sehen links ein Bild der Darstellung der Forschungs- und Entwicklungsstandorte und Sie sehen auch hier ist Jena an sich auch mit bereits benannt. Eine Zusammenfassung zur Region Mitteldeutschland bedeutet, dass wir hier ausgezeichnete Rahmenbedingungen für den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft haben, resultieren daraus, dass wir letztendlich eine historisch gewachsene Energieregion waren und sind
und mit zentralen Infrastrukturen an sich bereits, wie sagt man so schön, gut gesegnet sind, wie Chemie- und Industrieparks als Nachfrager von grünem Wasserstoff, allerdings weniger in Thüringen als auch mehr in Sachsen-Anhalt oder in Sachsen. Dann hätten wir die entsprechenden Gasleitungssysteme und die geologischen Standortvorteile. Das Thema Speicherung wurde ja bereits genannt. Ein paar weitere Ergebnisse aus der Studie sind, dass wir den aktuellen Stand der stofflichen und energetischen Biokonversion mit speziellem Augenmerk auf grünem Wasserstoff in Mitteldeutschland erfasst haben. Erschreckend ist eigentlich, dass die Akteurslandschaft in Mitteldeutschland sehr heterogen ist und dass aus dem Ergebnis der Studie heraus es sehr wichtig erscheint, dass wir hier die Akteure deutlich mehr miteinander verbinden. Und das wurde ja auch schon mehrfach angesprochen. Das sollte ein Ziel sein, dieses Netzwerk an sich, das Innovationsforum, auch weiterzuentwickeln. Die infrastrukturellen Herausforderungen sind natürlich der Ausbau des Wasserstofftankstellennetzes. Auch hier haben wir als Bioenergieverbund erste Vorstellungen entwickeln können. Dann wäre das Thema Umrüstung der Gasnetze und Erdgasspeicher. Und ganz wichtig natürlich ist, auch das hat der Herr Otto bereits angesprochen, wir benötigen einheitliche rechtliche Rahmenbedingungen und Regularien von Seiten der Politik. Und wir brauchen nach wie vor immer noch auch entsprechende Unterstützung, entsprechende Fördermittel und Finanzierungskonzepte, um die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der KMUs in der Region zu entwickeln. Die Weiterführung des Innovationsforums. Wir stellen uns also vor, dass wir das Forum auf Basis Freiwilligkeit und Zusammenschluss Interessierter fortführen können für die Themenfelder Grundlagenforschung, für Kooperationen bei Verfahren und Produkten, für Finanzinvestoren und Geschäftsmodelle zu generieren. Hierzu, und das werden Sie nachher gleich sehen, haben wir gemeinsam, also federführend Herr Otto und Professor Henze mit Team, das Thema BioH2 Launch als Get-Together-Plattform aktuell mit derzeit 16 Räumen, bieten wir dies an. Dort gibt es eine individuelle, persönliche und vertrauliche Gesprächsplattform. Man kann dort Wissen bündeln und wir haben die Möglichkeit, sich über eine begrenzte Zeit dem Thema wiederholt zu widmen, um Schlussfolgerungen zu ziehen. Wichtig, Achtung, wir haben das mit Achtung formuliert, das Konzept wird weiterentwickelt, somit sind Einschätzungen der Get-Together-Besucher sehr gern erwünscht. Ergo, meine Damen und Herren, möchte ich natürlich Sie hier animieren, sich nachher Sie sehen hier ein Bild des MDIG Energiecafés, allerdings nicht im Café. Ich hoffe, dass Sie in den einzelnen Tremperräumen der Unternehmen sich mit uns dann austauschen. Nachdem wir so viel Text gesehen haben, abschließend noch das Thema des Meilensteinplans für das Kompetenzzentrum Biowasserstoff, Bioenergiestadt und nachhaltiges Bauen. Wie schon gerade mitgeteilt, wollen wir das Innovationsforum weiterentwickeln. Wir haben regulär das Ende mit dem 31.8. beschrieben. Wir wollen aber hier weiterentwickeln und wollen gegebenenfalls bei der Messe in Erfurt teilnehmen, auf der East. Dann ist die Frage des Grünwehrtrages. Auch hier wollen wir auf der Strecke an sich uns weiter hier dem Thema widmen und auch, wie Sie schon eingangs gesehen haben, mit Bulgarien vielleicht einen entsprechenden Partner finden. Das Thema Biowasserstofffabrik ist uns sehr wichtig. Wir wollen dort die Standortentwicklung und Bau und die Pilotanlage in Jena realisieren, haben allerdings nach wie vor an sich noch das Problem der Finanzierung. Aber wir hoffen, dass wir mit der heutigen Runde vielleicht noch mehr Interessenten finden können. Das nachhaltige Bauen hatte ich auch bereits erwähnt. Auch hier wollen wir das Thema IGM weiterentwickeln und gegebenenfalls dieses System auch im Pilot-Biowasserstofffabrik einsetzen und die Bioenergiestadt. Auch das ist ein Thema, wo wir sagen, hier müssen wir noch weiter agieren.
Deswegen, meine Damen und Herren, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und stehe für Rücksprachen jederzeit zur Verfügung. Dankeschön. Dann meinerseits vielleicht nur noch mal, wir werden natürlich versuchen, aus dieser schon mehrmals jetzt genannten Studie auch komprimiert ein paar Forderungen an die Politik zu formulieren, was wir erwarten und was gemacht werden soll. Hier darf ich den Schulterschluss zu Mario Walzmann auch noch mal führen. In der Studie haben wir auch deutlich gemacht, Kooperationsprojekte mit Wissenschaft, Wirtschaft, lokaler Politik und Verwaltung sind notwendig. Also hier brauchen wir einfach auch Ansatzpunkte, wie wir die lokale Politik und die Verwaltung mit einbringen. Wir brauchen auch eine Diskussion, wie wir auf lokaler Ebene die Biowasserstoff nutzen, also dezentrale Produktion und dezentrale Anwendung. Insofern, Mayim, hast du das sehr gut auch nochmal auch deutlich gemacht, wie die Vernetzung mit Wissenschaft. In dem letzten Forum hatten wir Fraunhofer, Professor Stelter mit dabei, Wirtschaft, hier haben wir sehr stark die Energiewirtschaft dabei, Politik und Verwaltung brauchen und bundesländerübergreifend eine Vernetzung auch notwendig machen. KMU ist das schon sehr deutlich genannt worden, auch von Christian Huck und von dir. Frau Stevens, mit dem Blick mal so halb von draußen aus dem asiatischen Raum oder mal auf das Ganze so betrachtet, was wäre denn so der beste Weg, wenn man hier einfach erfolgreich weitermacht? Unsere Idee ist auch von Ihnen ein bisschen schon mal auch angerissen, sowas wie ein Workshop oder Campus. Wäre das sinnvoll? Finden wir da Möglichkeiten, das weiterzutreiben? Ja, erstmal, ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Virtuell, ja, ist nicht so schön wie in real, aber es ist ein erster Schritt. Ich hatte mir eben ein paar Notizen gemacht. Im Prinzip haben wir überall dieselben Probleme. Das ist einerseits beruhigend, andererseits frustrierend. Ich denke gerade an ein High-Starter-Projekt, was im Raum hier Marburg-Biedenkopf jetzt demnächst zu Ende geht. Da haben wir im Oktober jetzt den Abschluss und es ist überall sind dieselben Probleme. Erfassung, wer probiert überhaupt was zu machen, wer weiß noch nichts oder wer sitzt seit Jahren nebeneinander und sagt, jetzt hätten wir doch Quellen und Senken für Wasserstoff und Ähnliches. Also überall sagt man einfach erstmal wirklich ein Forum bilden, also insofern informieren, was gibt es überhaupt. Ich denke auch an zum Beispiel an kleine Stadtwerke. Es kann keiner verlangen, dass kleine Stadtwerke, nur als Beispiel, also das sind 50 bis 250 Beschäftigte vielleicht, von denen kann man nicht erwarten, dass sie eine Forschungs- und Entwicklungs- oder auch Innovationsabteilung haben. Die probieren das Menschenmögliche, aber wirklich auf dem allerneuesten Stand zu sein. Ja, die VKU und Ähnliches machen eine hervorragende Arbeit, aber ja, einfach überall schauen, für mich jetzt vielleicht auch den Schwenk jetzt zur Biomasse zu sehen, ja, wir haben freie Biomasse, also wir haben Biomasse, wo wir jetzt entweder nicht haben Tank oder Teller, wir haben, ob es Grünschnitt ist oder andere Sachen, ich denke jetzt mal Gäres oder sowas, erstmal keiner haben möchte, das sind für mich, das ist Biomasse, da ist irgendein Stoff, ich denke auch Abwässer oder Ähnliches, da sind Kohlenwasserstoffe drin, nicht in der Form, wie wir sie wünschen. Und das reden alle nur von der Elektrolyse. Und wir müssen einfach viel mehr schauen, wie wir Dinge, wo wir vorher Entsorgungskosten für zahlen mussten, ob wir diese Biomasse, also Biomasse in dem Sinne, das sind Kohlenwasserstoffe in irgendeiner Art, wie wir die benutzen können, um die direkt auch idealerweise in festen Kohlenstoff, nicht CO2, also Verbrennung würde jetzt zum Beispiel gleich mal herausfallen, und dann den Wasserstoff auch gleich nutzen zu können. Und das eben lokal, das braucht eigentlich nur so viel zu sein, dass eine kleine Wasserstofftankstelle, also die jetzt nicht an der Autobahn irgendwo liegt, wo dann auch gleich Trucks betankt werden sollen, sondern wo lokal ein Fuhrunternehmer, denken wir erstmal ein Busunternehmer oder Ähnliches, sagt, wir fangen jetzt erstmal mit 3 Bussen an und für die müssen am Tag so und so viel laufen, für die muss es einfach reichen. Und wenn man das lokal erstmal hinbekommt, da sind wir so einen Riesenschritt weiter nach vorn und haben aber auch gleichzeitig die Dezentralität angedacht, denn ich sage ja, das ist schön, wenn im Hydrogen Backbone jetzt gedacht wird, dass wir überall hin von Rotterdam aus oder Ähnliches, wo vielleicht irgendwann auch flüssig Wasserstofftanker anlegen werden von irgendwoher.
wenn wir alles nur zentral verteilen, haben wir auch nicht weiter richtig zu Ende gedacht. Es muss lokal ankommen, ohne die riesen Logistikkosten, aber wir sind eben gerade in den kleineren Mengen auch definitiv in der Lage, das auch lokal herzustellen, und das müssen wir einfach tun. Also wir brauchen die Graswurzelbewegung und die Zusammenarbeit mit der Politik, wenn ich den Bogen mal zu Christian Huck schlagen darf, ja? Bei der Entwicklung derartiger Dinge. Ja, ich meine, die Politik muss immer gewisse Vorgaben machen. Nur mal als Beispiel, wenn ich eine E-Fuel-Anlage, ich sage noch den Schritt davor, für E-Fuels brauche ich ja erstmal Unmengen von Wasserstoff. Wenn ich in Deutschland einen Elektrolyseur zulassen möchte, ist der in der BIMSCH eindeutig als Industrieanlage deklariert, weil es immer nur um die Chloralkali-Elektrolyse ging und da war das Hauptprodukt Chlor und der Wasserstoff Nebenprodukt. Gut, und jetzt hat man doch festgelegt, diese Grenzschwellen, ich glaube, es sind die 3 Tonnen vor Ort, es geht da um die Lagerung. Und sobald ich überhaupt einen Elektrolyseur habe, ist es im Grunde genommen eine Industrieanlage. Das heißt, selbst ein kleines Elektrolyseur, den ich hinten auf dem Fahrradanhänger anliefern kann, der muss unter der BIMSCH beantragt werden. Da müssen ein paar Dinge vereinfacht werden. Das ist Bundesaufgabe. Aber lokal führt das dazu, dass die, fällt mir gerade das Wort nicht ein, die, was ist der und unter Himmel gibt es in Kassel und in Darmstadt zum Beispiel, bei den Ämtern, da gibt es jeweils einen für die BIMSCH zuständig. Und wenn die, wie im Industriepark Höchst, wenn die Erfahrung haben, diese Anlagen, also Elektrolyseanlagen zu genehmigen, dann muss ich ehrlich sagen, ist meine Empfehlung auch, wenn der Sachbearbeiter die Erfahrung hat, dann lass uns da auch das nächste Ding bauen. Man muss eben da auch sehen, dass dieses Wissen dann in die Masse getragen wird. Wie man das hinbekommt auf Landesebene auch, ist mir noch nicht ganz klar. Das ist alles nicht so ganz einfach. Da arbeiten aber auch Leute dran, dass wir das endlich hinbekommen. Danke. Dann haben wir ja nachher in unserer Lounge auch Gelegenheit, noch bilateral zu reden. Frau Siemens, doch noch ein Thema. Wir haben mit Leidenschaft schon mal darüber geredet und wir hatten das in dem letzten Forum auch Pyrolyse. Unter uns weilt ein Vertreter einer großen Holzgenossenschaft in der Nähe von Mühlhausen. Und damals haben wir gehört, dass man da noch testet. Wir sind ein bisschen unterschiedlich der Meinung, weil vielleicht nur in einem Satz. Es war damals in der Nähe von Bernau. Eberswalde, dass man dort eine Pyrolysefabrik errichten möchte. Das wird wohl aber auf jeden Fall auch noch ein Thema sein, was man mit in der Zukunft sehen muss, denke ich mal. Ne? Ihre Meinung noch vielleicht mal kurz in dieser Runde. Also wir haben ja persönlich schon schon ein bisschen leidenschaftlicher drüber geredet. Also ich sage erst mal so, wenn ich nur mal als Beispiel, ich habe Altholz, belastet irgendwie Xylamon, alle diese Dinge, die heute gar nicht mehr im Baumarkt erhältlich sind. Wenn ich das verbrenne und daraus, da ist das mit Biomasse und so, dann ist das eventuell anrechenbar unter verschiedenen Voraussetzungen. Ja. Für Elektrolysestrom, das ist dann grüner Wasserstoff, den ich erzeuge. Das finde ich schräg, weil der erste Schritt ist Verbrennung mit ganz viel CO2. Wenn ich jetzt als Pyrolyse daraus sauberen Pyrolysekoks herstellen könnte, und dann eben gewisse Derivate. Landwirtschaftliche Nutzung, Stichwort zum Beispiel auch. Ja. Verzeihung bitte? Landwirtschaftliche Nutzung auch als Stichwort, Entschuldigung. Ja, und dann könnte ich, hatte ich glaube ich auch geschrieben zwischendurch, wenn ich in der Düngemittelverordnung, wenn ich echte Biomasse habe, am besten biozertifiziert, dann kann ich das als Biokohle dann auch ausbringen. Wenn ich aber jetzt wieder meinen alten Jägerzaun, wenn ich den pyrolysiere und nachweisen könnte, dass in dem Pyrolyse-Koks wirklich keine Schadstoffe mehr drin sind, da er aber sozusagen aus einer Altlast kommt, da gilt das Herkunftsprinzip dann gilt es nicht. Jetzt sage ich es mal so ein bisschen so hier Schüler umgangssprachlich. Wir haben einfach viel zu viele Dinge, die nicht vom Ende her gedacht sind. So, das Produkt ist doch eigentlich gut. Aber weil ich da keinen Herkunftsnachweis habe, dann gilt es da nicht. Da muss der Gesetzgeber einfach mit viel Herz und Verstand, sage ich mal, bereit sein, auch zu sagen, da müssen wir ein paar Sachen ändern, weil viele Gesetze, ich denke auch nur mal an das EEG, das ist nie für Wasserstoff gemacht worden.
Und jetzt wollen wir es darauf anwenden. Wir müssen, glaube ich, in Deutschland mehr den Mut bekommen, einfach zu sagen, tolles altes Gesetz, aber jetzt nicht Gürtel, Hosenträger und noch ein paar andere Krücken dranbringen, sondern einfach sagen, das muss komplett reformiert werden. Wir müssen auf das Jetzt aufsetzen und nicht auf ein uraltes Gesetz das weiter verbessern. Ich darf nur noch zum Schluss an die EU-Wasserstoffregulierung, die ja auch diskutiert wird und auch ein Thema ist, nur noch anfügend erinnern. Okay, danke, lieber Christian Huck, herzlichen Dank nochmal für diese kluge, stringente und kompakte Einführung und den Überblick dazu. Wir gehen jetzt abseits von der Pyrolyse in die Welt der Mikrobiome und haben jetzt Herrn Dr. Abendroth als nächsten Vortragenden. Er wird optimierte Biogasproduktion durch elektroaktive Mikrobiome mit ganz wenig, ich darf mal so sagen, Elektroschubsern uns vorstellen. Nochmal, wir hatten ja schon mal, Herr Abendroth, einen spannenden Vortrag. Bleiben Sie dran, das ist sehr spannend. Und ich denke mal, lieber Herr Abendroth, es ist für uns auch nochmal wichtig, weil wir ja auch diese Diskussion schon lange führen, Elektrolyse als solches, als physikalische und dann nochmal auch diese sogenannte biologische, damit einfach ein bisschen vielleicht mal aus den publizierten Werken heraus auch darzustellen, dass das gar nicht so falsch ist, so eine begriffliche sogenannte Abartigkeit vielleicht zu formulieren, wenn ich so sagen darf. Das ist Ihre Bühne, Herr Dr. Abendroth, bitteschön. Sehr schön, dann fange ich einfach mal an. Vielen Dank für die Einleitung. Also ich bin vom Robert-Boll-Institut und von der Technischen Universität Dresden, vom Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft. Ich spreche heute über Biogasproduktion, sowohl im Hinblick auf Wasserstoff als auch Methan. Und für diejenigen unter Ihnen, die sich jetzt nicht regelmäßig mit Biogas beschäftigen, habe ich noch eine ganz kurze Zusammenfassung mit eingefügt. Also wir unterscheiden in der Biogasbildung vier Phasen. Das Ganze beginnt mit der Hydrolyse, wo wir große organische Moleküle enzymatisch spalten. Dadurch werden sie löslich und angreifbar für die nächste Phase der Acidogenese. Hier haben wir eine Umwandlung dieser gelösten Bruchstücke in Säuren. Das sind verschiedene Gärwege, die da ablaufen, zum Beispiel die Propionsäuregärung, die Buttersäuregärung. Und die Säuren, die jetzt hier entstehen, die werden dann im nächsten Abbauschritt weiter verkürzt bis hin zur Essigsäure. Es entsteht auch eine Menge Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid. Und das sind dann eben die Substrate für sogenannte methanogene Archeen. Hier möchte ich das Wort Archeen nochmal unterstreichen. Viele sagen hier Methanbakterien, es sind aber keine Bakterien. Die Archeen sind nochmal eine eigene Linie des Lebens neben den Bakterien, obwohl sie optisch ähnlich aussehen. Und die sind jetzt eben in der Lage, aus diesen Produkten der Acetogenese das Methan zu bilden. In nahezu allen Biogasanlagen, die wir in unserer Industrielandschaft besuchen können, laufen alle vier Phasen parallel ab, miteinander verknüpft. Und es gibt aber ein Konzept, was Sie vielleicht auch schon mal gehört haben, wo es darum geht, nochmal zu separieren in zwei Prozessstufen, in eine Vorstufe, wo wir sehr, sehr hohe Substratkonzentrationen einsetzen, können wir eine sehr schnelle Säurebildung verursachen. Und wenn die Säurebildung so schnell ist, dass die methanogenen Archeen hier nicht hinterherkommen, erreichen wir pH-Werte, die so niedrig sind, dass dann die Methanbildner gehemmt werden. Die beteiligten Bakterien sind ein bisschen resistenter als die beteiligten Archeen, sodass die Bakterien dann weiter den Wasserstoff produzieren, während die Methanogenese gehemmt ist. Es entstehen auch sehr, sehr viele Säuren, die man jetzt auch extrahieren könnte. Dazu spreche ich aber heute nicht, das würde hier zu weit führen. Und man kann aber die Säure natürlich auch zu Methan umwandeln, wenn man das Ganze dann bedarfsgerecht in eine Methanstufe überführt. Das ist dieser zweistufige Prozess, der ist schon umfangreich in der Literatur beschrieben. Ich hatte hier so eine spannende Literatur aus dem Jahr 2007, eine spannende Review-Artikel aus dem Jahr 2007 gefunden.
Unter dem Hintergrund ist das Ganze technisch möglich und wirtschaftlich. Und die Autoren Li und Fang, die haben jetzt 160 Publikationen verglichen und sind dann zu der Erkenntnis gekommen, dass es schon irgendwie technisch möglich ist, aber dass das alles noch so in den Kinderschuhen steckt. Also sie haben hier auch direkt gesagt, the technology is still at its infancy. Das ist aber, wie gesagt, der Stand vor 14 Jahren. Und die Frage ist, wo stehen wir jetzt? Die Frage kann ich eigentlich nicht wirklich gut beantworten, was einfach damit zusammenhängt, dass es mittlerweile unglaublich viele Publikationen zu dem Thema gibt. Ich habe einfach mal die zwei Schlagwörter Hydrogen, also Wasserstoff, und Fermentation bei der PubMed-Datenbank angegeben. Das ist so eine Datenbank, die sehr häufig genutzt wird für Literaturrecherchen, und habe dann über 5000 Publikationen bekommen. Das ist natürlich eine gigantische Menge, die man ganz schwer überschauen kann. Ja, wie geht man daran? Und da hatte ich jetzt einen spannenden Artikel gefunden aus dem Jahr 2020, also letztes Jahr, ist noch sehr aktuell, ist auch ein Review-Artikel. Und die haben sich bemüht, den Stand der letzten 50 Jahre zusammenzufassen und haben dann gezielt nach Keywords gesucht. Die haben das Ganze einigermaßen automatisiert und haben dann in den letzten 50 Jahren 1539 Artikel zusammengetragen und haben die Keywords dann in so einer abstrakten Abbildung, die Sie hier sehen, zusammengeführt, haben dann auch die Vernetzungen dargestellt. Manchmal hat man mehrere Keywords in so einer Publikation. Und jetzt sieht man hier eine ganze Menge Kreise und jeder Kreis zeigt ein Themengebiet. Und wenn sehr viel publiziert wurde zu dem entsprechenden Thema, dann werden die Kreise auch größer. Also das Schlagwort Biohydrogen Production genau in der Mitte, das hat man jetzt am allermeisten gefunden. Aber es gibt sehr, sehr viele Nebenthemen, die in sehr geringen Mengen untersucht wurden, also mit sehr geringen Publikationen, die man da findet. Was einerseits daran liegen kann, dass es einfach nicht gut erforscht wurde oder dass es noch ein relativ neues Thema gibt, wo eben wenig dazu bekannt ist. In diesem Artikel von Osman et al. Haben die dann auch verschiedene Themen weiter spezifiziert und haben sich dann auf die vier Themen im Hinblick auf Biowasserstoffproduktion konzentriert, die Sie hier sehen. Das schaffen wir heute auch nicht alle, die durchzugehen, aber ich wollte mich auf ein Thema fokussieren, was ich im Hinblick auf meine Arbeit auch spannend finde, nämlich die Möglichkeit der bioelektrochemischen Manipulation von solchen Systemen. Und hier möchte ich zwei konkrete Technologien vorstellen. Eine davon ist auch in diesem Artikel von Osman et al. Vorgestellt, und zwar die mikrobielle Elektrolysezelle, MEC. Und dann noch den DIET-Prozess für Direct Interspecies Electron Transfer. Also hier geht es über den Austausch von Elektronen zwischen Mikroorganismen. Ja, auch beide Technologien werde ich relativ knapp beschreiben. Ich wollte heute eigentlich nur die Idee vorstellen, wie das abläuft. Mehr schaffe ich einfach in der Vortragszeit nicht und beginne jetzt mit den mikrobiellen Elektrolysezellen. Die Abbildung, die Sie hier sehen, habe ich auch im letzten mitteldeutschen Energiegespräch schon mal gezeigt, aber wir hatten auch damals dieses Get-Together und da hatte ich das Gefühl, dass es noch nicht so richtig angekommen war, dass die Idee, dass ich die noch nicht so richtig rübergebracht hatte und wollte deswegen heute diese mikrobielle Elektrolysezelle noch mal ein bisschen genauer erklären. Die Abbildung, die Sie hier sehen, kommt aus einem Review-Artikel aus dem Jahr 2016. Und einen Review-Artikel schreibt man ja immer dann, wenn es schon einen Forschungsstand gibt, den es sich lohnt, zusammenzufassen. Also es gibt schon eine ganze Menge Vorlaufforschung hier. In etwa seit 2005 forscht man jetzt an dem Thema der mikrobiellen Elektrolyse. Und was Sie hier sehen, ist ein Zweikammersystem. Die erste Kammer ist eine Anodenkammer. Das heißt, wir haben eine Elektrode in diese Kammer eingeschoben, die man als Anode bezeichnet, weil sie in der Lage ist, Elektronen aufzunehmen. Wir haben auch so eine geringe Anschubspannung, nenne ich es mal, von 350 Millivolt, die es den Organismen hilft, den Abbau effizienter zu betreiben. Die Organismen haben dann eine erhöhte Oxidationskraft, können dann die Biomasse viel effizienter zu Kohlenstoffdioxid umsetzen und setzen jetzt aber keine Protonen mehr frei oder Säuren, sondern sie können das nahezu vollständig abbauen. Dabei entstehen dann auch Protonen und Elektronen. Und die Elektronen
werden dann eben auf die elektronenziehende Anode übertragen und die Protonen werden in das umgebende Medium abgegeben. Wir haben jetzt hier noch so eine Membran, PEM steht da dran, das steht für Proton Exchange Membrane. Und diese Membran soll dafür sorgen, dass man die Protonen relativ sauber in die nächste Kammer bekommt, in die Kathodenkammer. Und die Wanderung von den Protonen findet insbesondere deswegen auch effizient statt, weil wir hier einen Elektronenstau haben in der Kathode. Und diese Elektronen, also die negative Ladung, zieht dann natürlich die Protonen an. Die kommen dann relativ sauber an die Oberfläche der Kathode. Und die Elektronen können jetzt auf die Protonen übertragen werden, um Wasserstoff freizusetzen. Das verläuft nicht besonders effizient, weswegen man diese Kathoden dann auch noch mit Katalysatoren beschichtet. In der Regel wird hier Platin eingesetzt. Ja, das ist jetzt eine sehr schematische Abbildung. Und damit Sie jetzt auch mal was wirklich Umgesetztes vor Augen bekommen, sehen Sie hier so eine Zelle, eine der ersten Zellen, die gebaut worden ist. Im Prinzip haben wir hier zwei kleine Flaschen. Das Schwarze, was Sie sehen, sind die Elektroden. Dann der Kasten hinter den beiden Flaschen ist dann der Spannungserzeuger. Und dann haben wir zwei Glasausgänge, die über einen Flansch verbunden sind. Und zwischen diesen Flansch wird dann die Membran geklemmt. Mittlerweile gibt es alle möglichen Varianten von diesen Zellen. Und hier sehen Sie mal eine ohne Membran. Die wurde 2013 gebaut, ist also ein Behälter, auch wieder mit zwei Elektroden, alles plötzlich in einer Kammer ohne Membran. Das Schema dazu habe ich Ihnen links hier nochmal mit abgebildet. Sieht eigentlich genauso aus wie das andere Schema vorhin auch, nur mit dem Unterschied, dass das Ganze nicht mehr durch eine Membran getrennt wird. Das macht man deswegen, weil die Membran natürlich den Prozess ein bisschen ineffizienter macht. Also die Ionenbewegung ist dann langsamer. Und die Membranen sind auch relativ schwer zu warten. Die sind zum jetzigen Stand auch sehr, sehr teuer. Das heißt, mit diesen Membranen kriegt man das noch nicht so richtig in industriellen Maßstab rein. Man hat jetzt festgestellt, dass es eben auch ohne Membran funktionieren könnte. Und da habe ich einen Artikel gesehen, der das auch mal in einem bisschen größeren Maßstab demonstriert hat mit 1000 Litern. Hier gab es dann aber das Problem, dass aufgrund der fehlenden Membran die Protonen eben nicht mehr sauber an der Kathode angekommen sind. Dadurch konnten dann irgendwann methanogene Archeen auf der Elektrode wachsen. Und wie Sie in der Einleitung gesehen haben, sind diese methanogenen Archeen auch in der Lage, den Wasserstoff zu konsumieren, um daraus Methan zu bilden. Das heißt, am Ende hat die Zelle hauptsächlich Methan produziert. Ob das was Schlechtes ist, darüber kann man jetzt streiten. Aber im Hinblick auf die Wasserstoffproduktion ist es natürlich nicht optimal. Und wenn man jetzt mit so einer Zelle ohne Membran Wasserstoff produzieren wollte, dann muss man eben einen Weg finden, die Methanbildung effizient zu hemmen. Wir forschen da jetzt auch selber dran. Wir haben ein Projekt, was gerade gefördert wird über die Innocom-Plattform. Das Projekt heißt die H2-Tankstelle. Und hier sehen Sie eine Zelle, die wir aufgebaut haben. Wir interessieren uns jetzt dafür, wie man das Ganze auf ein industrielles Level bringen könnte, sind aber noch mitten dabei, sodass ich Ihnen jetzt hier eigentlich keine konkreten Ergebnisse vorstellen kann. Aber hier sehen Sie zumindest schon mal die Zellen, die wir gebaut haben. Und beim nächsten Gespräch sind wir dann mit den Ergebnissen vielleicht schon so weit, dass ich Ihnen da auch konkretere Daten vorlegen kann. Mehr möchte ich zu diesen mikrobiellen Elektrolysezellen auch gar nicht sagen und komme damit jetzt zu diesem zweiten Thema für heute, der direkte interspezies Elektronentransfer. Was das ist, sehen Sie in dieser Abbildung. Das Phänomen untersucht man eigentlich auch seit 2005, also zum selben Jahr, wo auch mit diesen MECs angefangen wurde. Ich habe jetzt hier in Gelb nochmal was reingemalt in diese Abbildung. Und zwar sehen Sie hier Mikroorganismen, die sich untereinander vernetzen, über kabelähnliche Strukturen, die man deswegen auch Nanowires nennt, also Nanokabel. Und über diese Kabel bewegen die tatsächlich Elektronen. Das spielt jetzt auch bei den MECs eine Rolle, aber das Phänomen lässt sich auch noch anders einsetzen. Um das mal zu demonstrieren, habe ich hier so eine stark vereinfachte Gleichung vom Biogasprozess aufgeführt. Also wir haben unseren Biomüll, den wir jetzt in Kohlenstoffdioxid, Wasserstoff und Essigsäure überführen können, wie wir auch schon in der Einleitung gesehen haben.
diese Substrate werden dann zu Methan umgesetzt. Und das wäre jetzt erstmal der ganz klassische Prozess ohne den direkten Interspezies-Elektronentransfer. Und jetzt könnte man sagen, die methanogenen Archeen, die verstoffwechseln ja gerne Wasserstoff. Also wenn wir hier ganz besonders viel Wasserstoff in dem System haben, dann muss das ja gut sein für die Methanbildner, sodass wir mehr Methan produzieren. Und leider ist es nicht so. In der Praxis beobachtet man eher eine Hemmung. Und es ist nämlich jetzt so, dass der Abbauprozess von den beteiligten Säuren, also von Propionsäure, Buttersäure, Essigsäure, als Endprodukt der enzymatischen Umsetzung Wasserstoff erzeugt. Und so eine Umsetzungsreaktion kann ja immer in zwei Richtungen verlaufen. Das heißt, so eine Rückreaktion zu den Säuren ist auch möglich. Das heißt, wenn ich jetzt das Endprodukt dieser Reaktion, den Wasserstoff, anreiche, dann wird eigentlich eher die Rückreaktion begünstigt, sodass die Säuren nicht mehr abgebaut werden. Und wenn die Säuren nicht mehr abgebaut werden, dann sinkt der pH-Wert, was dann wiederum die Methanbildung hemmt, wie wir auch in der Einleitung gehört haben. Also im Endeffekt habe ich dann eigentlich eine Hemmung meiner Methanbildung. Und das könnte man jetzt umgehen, wenn man diese Nanowires aktiv einsetzt oder die Fähigkeit von Mikroorganismen fördert, Elektronen zu übertragen. Das kann man zum Beispiel erreichen, indem man leitfähige Partikel in den Prozess schmeißt. Und wenn man das tut, dann, so zumindest das Modell, wird weniger Wasserstoff gebildet. Und die Elektronen, die jetzt in dem Wasserstoff stecken, die werden im Rahmen des Abbauprozesses direkt an die methanogenen Archeen geleitet. Die Protonen werden in das umgebende Medium abgegeben. Also das ist schon wieder ein bisschen ähnlich zu dieser mikrobiellen Elektrolysezelle. Und die methanogenen Archeen können jetzt die direkt aufgenommenen Elektronen und die Protonen nutzen, um Kohlenstoffdioxid zu Methan umzusetzen. Das heißt, so die Theorie zum aktuellen Stand, wir können mit diesem leitfähigen System verhindern, dass Wasserstoff freigesetzt wird. Damit kann der Abbau der beteiligten organischen Säuren effizienter ablaufen und damit ist dann auch die Methanbildung effizienter. Ja, und man setzt das bereits in Biogasanlagen ein und erleichtert damit die Umsetzung der entstehenden Säuren. Der ganze Prozess wird dadurch auch schneller und stabiler. Und insbesondere im Hinblick für so ein zweistufiges System, wo wir diese separate Versäuerungsstufe haben, wäre das eigentlich auch spannend, weil bei der Dunkelfermentation größere Mengen an Propionsäure und Buttersäure entstehen, die schlecht umgesetzt werden in Methanstufen. Und wenn wir jetzt diese Säuren in der Methanstufe umsetzen wollten, dann können wir eben durch diesen Diet dazu beitragen, dass es effizienter umgesetzt werden könnte. Ja, und in dem Zusammenhang bin ich auch stolz, dass wir jetzt die erste Arbeit zu diesem Diet publizieren können. Es war auch eine Arbeit, die industriefinanziert war. Also wir haben hier mit verschiedenen Biogasanlagen und einem Supplementhersteller zusammengearbeitet. Und die Firma Lucrat, die hat so ein leitfähiges Supplement, was in unserer Studie in 7 Biogasanlagen eingesetzt worden ist. Und dann haben wir eben diese 7 Biogasanlagen überwacht und haben das auch auf molekularbiologischer Ebene nochmal angeschaut. Das alles vorzustellen, hätte den Rahmen heute auf jeden Fall gesprengt. Und Sie finden aber die Arbeit online, können Sie dann lesen. Und aktuell sind wir gerade im Einreichungsprozess. Also was Sie jetzt hier sehen, ist das Preprint. Und aktuell ist es unter Begutachtung bei einem Fachjournal, wo wir jetzt von den Gutachtern eine Minor Revision bekommen haben. Es sieht also nicht ganz schlecht aus. Das ist auch schon alles, was ich dazu heute sagen möchte. Eine kurze Zusammenfassung. Wir haben also dieses zweistufige System gesehen, wo wir in so einer separaten Versäuerungsstufe Wasserstoff produzieren können. Und wir haben dann die Methanstufe, wo wir aus der Dunkelfermentation entstandene Säuren weiter zu Methan umsetzen können. Und wir haben 2 Methoden gesehen, die wir hier einsetzen können. Entweder diese mikrobiellen Elektrolysezellen, mit welchen wir die Wasserstofffreisetzung in dieser Hydrolyse verbessern könnten. Oder wenn man jetzt die Dunkelfermentation, so wie sie bisher gemacht wird, durchführt,
rechnet man mit viel Propion und Buttersäure, die natürlich schwer umsetzbar ist. Und da könnte jetzt eben die Anwendung von leitfähigen Partikeln interessant sein, die man in solche Methanstufen einbringt. Ja, damit bedanke ich mich. Herzlichen Dank. Ja. Herzlichen Dank. Es war wieder sehr interessant, in vorderster Front der Wissenschaft da von Ihnen zu hören. Und auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat, aber ich möchte gern nochmal Mikrobioelektrolyse, haben Sie gesagt. Und ich brauche noch ein Bekenntnis oder noch eine deutlichere Formulierung. Wir haben ja die biologische Elektrolyse mal auch gelesen, formuliert und selber auch dann so, ja, fixiert, darf ich mal so sagen. Man kann sich so ein bisschen da finden, dass man nach Chemie und Physik im Grunde genommen, und wenn man das so zusammenführt, kommt man in Richtung der Elektrolyse, sodass man mit mikrobiologischer Elektrolyse nicht ganz so falsch liegt. Ich verstehe die Frage jetzt nicht ganz. Es geht um die Begriffsbestimmung. Wir haben beim letzten Mal hatten wir ja eine Diskussion, dass man den Begriff der biologischen Elektrolyse nicht so in den Punkt, nicht so setzen soll. Und Sie hatten dann mal in einem kleinen Gespräch zwischen uns auch signalisiert, es gibt sehr wohl auch wissenschaftliche Arbeiten dazu, dass man das auch mitverwenden kann. Und da wollte ich nur mal ein Bekenntnis Ihrerseits oder ein Dementi. Also das ist seit 2005, gibt es dazu eine ganze Menge Publikationen. Okay. Es gibt auch jetzt mehrere Review-Artikel. Also es ist schon mittlerweile ein stark beforschtes Feld. Also ein Bekenntnis, darf ich mal so feststellen. Dankeschön, das ist nochmal wichtig, weil es auch in Richtung Herrn Gottweis geht vom Thüringer Landtag, der da in seiner Fraktion gescholten wurde, weil er über die biologische Elektrolyse formuliert hat oder auch referiert hat. Herzlichen Dank. Ich würde gerne noch eines noch sagen. Zuvor, wenn Sie die 5000 wissenschaftlichen Arbeiten nehmen über die entsprechende Zeit, heißt das, Sie müssen im Schnitt 300 Arbeiten im Jahr lesen zum Beispiel. Das ist ja alles Grundlagenforschung. Bei den 1500 uns sind es etwa 30 Arbeiten im Jahr, also fast jede Woche eine oder jede zweite Woche eine. Sehr viel Grundlagenforschung. Die Frage ist, Sie haben jetzt ein Beispiel gebracht, wie man auch Praxisanwendung da hinbekommt. Und wir kommen gleich zu einem Macher, der uns Praxisanwendung zeigt. Wir sind aber in vielen Bereichen noch, da ist der Weg noch nicht erreicht, die Praxisanwendung schon umzusetzen. Darf ich das so formulieren? Ja, das passt. Und gibt es aus Ihrer Sicht eine zeitliche Einschätzung, wo es hier oder da noch einen Durchbruch gibt? Das ist natürlich ganz schwer. Also ich bin auch kein Anlagenbauer. Ich beschäftige mich natürlich wie der biologische Prozess abläuft. Ja, genau. Ja. Dann verzeihen Sie, wenn ich so attackiere mit einer Frage, das wollte ich nicht. Darf ich noch mal fragen, gibt es eine Frage aus Ihrer Richtung? Wir können nachher in der Lounge, hier haben wir eine Frage von Herrn Opitz, bitteschön. Jo, Christian, du ganz kurz, wir werden ja immer vor die Frage gestellt, dass es bestimmte Technologien schon sehr lange im Ansatz gibt und ich habe das konkrete Thema zum Beispiel, ich nenne es mal noch ein Beispiel der Bionic-Anlagen, Biokohle, ja. Bioöle. Da werde ich heute natürlich immer damit konfrontiert. Ich will 6 Anlagen hier praktisch in Deutschland errichten, habe einen Investor dafür, aber die Leute sperren sich dahinter. Die sagen, du kannst die Biokohle günstiger aus Malaysia holen, als du das hier über auf die Füße kriegst. Wenn ich das sehe mit der ersten Bionic-Anlage in Gröningen in Holland, ist das natürlich eine andere Energiestoffstrom-Kreislaufbilanz zum Beispiel, dass ich eben praktisch Pellets aus Schweden hole, die dort in Rotterdam verladen werden. Und ich habe die und fahre die ums Eck, kurze Wege und kann das einigermaßen kreislaufwirtschaftlich darstellen. Wenn ich das Ganze jetzt natürlich auf dein Verfahren beziehe, es gab da Untersuchungen, dass das eben auch dann im größeren Kontext erzeugbare Anlagenkonzepte auch zulässt oder rein erstmal nur auf die Verfahrenstechnik und Umsetzbarkeit wissenschaftlich analysiert? Also bei dieser mikrobiellen Elektrolysezelle, da sind wir noch ziemlich am Anfang. Das Größte, was ich bisher in der Literatur gesehen habe, was jetzt wirklich schon publiziert worden ist, war diese 1000-Liter-Zelle. Und ein ganz großes Hindernis sind eben diese Membranen. Also wir haben bei uns ja jetzt auch mit so einer Zelle angefangen, die Membrane einzubauen. Und da bezahlt man schon so ein kleines Stück, 400 Euro, und dann gehen die schnell kaputt. Die Membranen sind natürlich ein Riesenhindernis, sodass man jetzt eine Lösung finden muss, ohne diese Membranen auszukommen. Und da wird gerade dran geforscht. Also es geht hier im Prinzip noch darum, ein Verfahrenskonzept zu entwickeln, das überhaupt für die Industrie relevant sein könnte.
Den Rest machen wir separat, weil wir eben Kontakt stehen zu danke, den anderen Sachen. Danke. Ja. Dankeschön, beziehungsweise vielleicht nachher noch in der Lounge dort im Get-Together-Raum. Wunderbar, aber herzlichen Dank, war in der Tat nochmal kluges Nachfassen. Jetzt sind wir immer noch nahezu in der Zeit, also insofern wunderbar. Darf ich ein Urgestein in der Bio-Wasserstoffarbeit und Forschung und auch praktischen Anwendungen bitten, seinen Vortrag zu halten? Wir haben schon einiges von ihm auch gehört, eben auch in dem Vortrag hinsichtlich von Dr. Hook. Also Olaf Ludwig als Geschäftsführer der BioH2 Umwelt GmbH wird uns jetzt über den Stand der Wasserstoffforschung mit Vorstellung der Biowasserstofffabrik kurz einführen. Auch da haben wir nachher noch Gelegenheit und da sind auch noch ein paar Filme mit platziert in der Lounge. Lieber Olaf, bitteschön, du hast die Bühne. Also, wir haben gerade gehört, wie kompliziert die Forschung ist. Wir haben aber auch Ergebnisse. Und seit 2004 nenne ich mich auch ein bisschen ein Urgestein des Biowasserstoffs. Wie ist es eigentlich losgegangen? Wie ging es los? Es kamen Leute zu mir. Ich habe damals im Netzwerkmanagement gearbeitet, habe im Projektierungsbereich und auch in der Architektur die Möglichkeiten genutzt, auch mit vielen, vielen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Und wo dann die drei Forscher zu mir kamen und haben gesagt, wir können aus Zucker Wasserstoff machen. Das war so wie Rumpelstilzchen, der aus Stroh dann auch Gold macht. Das war ein Wort, wo ich gesagt habe, ich komme doch mal zu euch. Und ich kam wirklich in eine Garage und habe mir das angeschaut. Es waren kleine Behältnisse und ich sage, das interessiert mich das wirklich. Was ist daraus entstanden? Nach ungefähr einem halben Jahr gab es dann schon die Firma BioH2. Und wir hatten dann ein kleines Forschungslabor, hatten fast keine Technik, sondern wir haben bloß gesagt, jetzt nehmen wir einfach mal unsere, er hat es schön, Herr Abendroth steht es gerade um die Ecke, er hat es damals schön gesagt, es waren keine Archeen, sondern wir haben natürlich gesagt, wenn wir den Wasserstoffprozess machen, müssen wir ganz vorne anfangen. Also die ersten Bakterien, die arbeiten, sind natürlich die im Mund, die erstmal die Nahrung aufschließen, die Nahrung in den Magen zur Versäuerung bringen, sodass wir uns die Clostridien hergestellt haben. Die Clostridien haben wir uns damals hergestellt aus der Erde von Tomatenpflanzen. Dort haben wir gewusst, da müssten Clostridien drin sein, haben die dann im Backofen bei 180 Grad gebraten, sodass dann nur noch die widerstandsfähigen Clostridien übrig geblieben sind. Ja, und die waren dann im kleinen Becherglas und irgendwann hatten wir dann mal diesen Beutel. Wir hatten kein Messgerät dafür, um den Wasserstoff rauszukriegen. Es hieß, es hätte normalerweise etwas entstehen müssen. Und ich bin dann mit dem Beutel nach Jena in die Friedrich-Schiller-Universität gefahren und habe diesen Beutel zur Analyse gegeben. Und da guckt er mich groß an und sagt, was hast denn du hier? Da sind ja 60% Wasserstoff drin, du fährst mit einer Bombe spazieren. Und das war der Durchbruch. Wir haben also mit dem kleinen Experiment nachweisen können, dass wir in der Lage sind, im Gegensatz zu den großen Biogasanlagen durch die Prozessteilung den Wasserstoff direkt zu produzieren. Und wir hatten einen Traum gehabt. Der Traum war gewesen, wir nehmen also den Zucker, das kann Molke sein, das können andere Stoffe sein. Wir nehmen das und wandeln das in den Wasserstoff direkt um. Und zum Schluss bleibt eigentlich bloß Wasserstoff und CO2. Wir sind bis zu 60% Wasserstoffreinheit gekommen und haben uns immer gewundert, warum die Gleichung nicht aufging. Und ja, warum ging die Gleichung nicht auf? Die Bakterien sind natürlich jetzt keine Chemieanlage, sondern sind Lebewesen. Und dann kam plötzlich die Realität zu uns und wir haben festgestellt, verdammt nochmal, die Bakterien machen ja nicht nur den Wasserstoff, sondern die stellen auch noch Säure her.
Im glücklichsten Fall Essigsäure. Herr Armbrot hat ja schon gesagt, wenn wir mit Propion und anderen Säuren arbeiten, dann ist der Effekt nicht so gut in der weiteren Verarbeitung, sodass wir dann da standen und sagen, so, das haben wir es wunderbar geschafft, das können wir unseren Wasserstoff herstellen. Jetzt haben wir hier hinten noch eine Suppe übrig, die besteht ja nur aus Säuren. Was machen wir denn mit den Säuren? Da hing die Forschung so wirklich ein bisschen auf der Kippe, bis wir dann gesagt haben, na gut, dann gehen wir zu den Biogasanlagen. Die brauchen eigentlich die Säure, um dann das Methan zu produzieren. Wir haben das gemacht und haben eigentlich festgestellt, dass der Landwirt wirklich eine Herausforderung ist. Der Landwirt ist jemand, der genau das Gegenteil von dem macht, was der Wissenschaftler sagt. Ist einfach so, wir haben damit leben gelernt und ich denke jetzt nach den Jahren, wo am Anfang das EEG sehr gut gelaufen ist, wir 9000 Biogasanlagen nach dem einstufigen Prozess stehen haben, müssen jetzt auch die Landwirte langsam verstehen, es wird so nicht weitergehen. Es wird so nicht weitergehen, weil natürlich der normale Prozess der Vergärung sehr, sehr aufwendig ist. Und man nutzt auch nur eine ganz geringe Menge des Materials, weil es bleibt immer der Gärrest übrig. Und der Gärrest heißt, dass ich damit leider unsere Böden verseuche, dass wir Gärreste haben, die wir auch dann nicht mehr zu Biokunststoffen oder zu anderen Sachen weiterentwickeln können. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Menschen in den vergangenen Jahrhunderten immer schon mit der Biomasse gelebt haben, dann fragen wir uns, was wir heute machen, wenn wir Energie produzieren. Ja, das ist Raps. Und von dem Raps nutzen wir diese Körner. Und der Rest, die gesamte Pflanze, ist unwichtig. Die Pflanze wird eingeackert, sie wird dem Boden wieder zur Verfügung gestellt. Teilweise dauert das bis zu 2 Jahren, bis der Boden dieses Material wieder aufnehmen kann. Die Menschen konnten das früher. Die Menschen konnten früher ihre Kleidung aus Leinen herstellen. Die haben ihre Häuser aus Holz gebaut. Das heißt also, das, was wir heute so krampfhaft versuchen, das CO2 einzusparen, das war früher ganz normal. Es ging in Stoffe. Es ging in Stoffe, die man täglich genutzt hat. Und die wurden auch teilweise der nächsten Generation noch gegeben. Wenn ich ein IKEA-Möbel sehe, dann hat es nicht die nächste Generation, sondern ich werde mir wahrscheinlich in meinem Leben 3 bis 5 IKEA-Möbel kaufen, weil ich natürlich nicht in dem Rahmen bin, dass ich sage, das ist ein wertvolles Biomasseprodukt. Wir waren vorhin auch bei dem Thema Biomasse. Ja, Biomasse. Biomasse kann natürlich auch die Gülle sein, es kann auch der Klärschlamm sein. Aber gehen wir doch mal wirklich an den Anfang, wenn wir uns das ganz normale Gras, was jetzt, und was auch Dr. Huck schön gesagt hat, 21 Millionen Tonnen jedes Jahr nur vernichtet wird. Es wird einfach nur vernichtet, es braucht keiner. Wenn wir dieses Material nehmen, wenn wir dieses Material aufbereiten, dann stellen wir nicht nur aus dem Gras unser Biowasserstoff her, sondern wir können in den Prozessen natürlich viel mehr machen. Gras wird abgetrennt. Gras wird in die 2 Grundfraktionen aufgespalten, dass ich sage, auf der einen Seite würde ich, so wie man auf der Wiese einen Grashalm kaut, der wird dann relativ schnell süß, das schmeckt. Und nach einer kurzen Zeit sagt man, jetzt schmeckt er nicht mehr und ich spucke ihn aus. Wir nehmen das Süße. Wir nehmen diese Energie aus dem Gras. Wir nehmen die Festfraktion und haben ein Produkt. Wir haben einen Rohstoff. Wir haben einen Rohstoff, der nicht nur sehr, sehr preiswert ist, sondern für den ich sogar noch Geld bekomme. Wir haben die Möglichkeit, dieses zu verbrennen. Der einfachste Weg. Oder wir haben auch die Möglichkeit, diese Materialien noch weiter zu verarbeiten. Wir können Pulver und aus dem Pulver schließlich dann Schäume herstellen.
Schäume aus Gras, Schäume aus Laub, Schäume aus welches Material man sich vorstellt. Diese Schäume sind natürlich erstmal der Rohstoff für eine Industrieproduktion. Es ist ein festes Material. Es ist ein stabiles, festes Material. In den nächstfolgenden Forschungsprojekten, die wir zurzeit haben, gehen wir ganz gezielt an die Industrie und sagen, du stellst doch jetzt immer deine Waschmaschine aus normalen erdölbasierten Kunststoff her. Das ist sehr preiswert. Ich zahle für ein Kilogramm ungefähr 1,50 Euro. Und dieses Material ist eigentlich unschlagbar. Da kommt nichts anderes ran. Wenn wir das aber jetzt schaffen, und das nicht nur deutschlandweit, sondern einfach wieder begreifen, was wir für Möglichkeiten mit der Biomasse wirklich haben, dann ist es möglich, dieses Produkt auch aus Gras herzustellen. Und dieses Produkt aus Gras bedeutet jetzt für uns als Wissenschaftler die Herausforderung, der Industrie ein ganz gezieltes Produkt zu geben. Ein Produkt, wo ich eine Reinheit habe, wo ich eine Allergiefreiheit habe, wo ich die Möglichkeit habe, dieses Produkt der Gleichwertigkeit gegenüber normalen Kunststoff darzustellen. Und jetzt kommen wir eigentlich dazu, zu der Wirtschaftlichkeit. Wir nutzen die Biomasse zu 100%. Wir nutzen sie zu 100%. Und wenn ich jetzt eine normale Biogasanlage nehme, dann entsteht da auch Wasserstoff. Und jeder weiß, dass bis zu 5% des Gases, was die Biogasanlage bringt, auch Wasserstoff ist. Das weiß jeder und hat eigentlich das als normales Gas mit im Prozess mit dabei. Das bedeutet, pro Stunde erzeugen die deutschen Biogasanlagen schon 100.000 Kubikmeter Wasserstoff. Und wir nutzen es nicht und die meisten wissen es gar nicht. Das ist eigentlich so der Schritt, wo wir als Forscher weiter angesetzt haben. Und auch wenn Herr Abendroth sagt, wir sind in der Forschung. Ich spreche es mal ganz gezielt den Herrn Schröder an. Herr Schröder hat immer zu mir gesagt, auch der Golf 1 war ein tolles Auto. Jetzt wird es vielleicht irgendwann Golf 6 und 7 geben, aber fang doch bitte mit dem Golf 1 an. Und das haben wir bei uns gemacht. Was haben wir denn in Wirklichkeit schon geschafft? Eine Biogasanlage braucht bis zu 100 Tage, um Biogas zu erzeugen. Die Anlagen, die wir entwickelt haben, auch dank Herrn Dr. Abendroth, brauchen bloß noch 10 Tage. Wir arbeiten mit dem Flüssigprozess. Wir geben die zweite Wertschöpfungskette, indem wir die Kunststoffe mit rausbringen. Wir haben mannigfaltige Möglichkeiten und haben natürlich gesagt, jetzt ist wirklich Schluss mit der Forschung. Jetzt stellen wir auch die Produkte her. Herr Kräuter ist auch mit in der Runde und befeuert uns genauso. Bitte mach was fertig. Und mach was fertig heißt zum Beispiel, dass wir unser City Biogas, wo wir mit ins Rennen gegangen sind, wo wir in verschiedenen Netzwerken auch schon gearbeitet haben. Dieser Containerlösung heißt, das ist der erste Schritt. Wir sind in der Lage, an jeder Biogasanlage in Deutschland dieses System anzudocken und sofort eine kleine Biowasserstoff- oder auch Methananlage zu haben. Das ist das, was Frau Stevens auch angesprochen hat. Es muss dezentral sein. Es kann nicht sein, dass wir den Wasserstoff aus Afrika kriegen und dann kommt er irgendwann mal hier in Thüringen an. Wir haben den Wasserstoff hier. Und Herr Schröder, ich kann Ihnen heute sagen, wir haben jetzt auch das Innenleben schon fertig. Das war bis jetzt immer nur als Zeichnung da. Also wenn Sie sich die Anlage jetzt so anschauen, das sind jetzt diese einzelnen Prozessstufen, die natürlich funktionieren. Und wenn wir sagen, diese kleine Zelle, wo Herr Abendroth noch dran arbeitet, dann ist das das letzte i-Tüpfelchen. Die Anlage läuft und sie funktioniert und wird uns in der nächsten Zeit auf jeden Fall einen wichtigen Beitrag mitbringen, um die Mobilität und auch die Versorgung der Landwirte, indem sie neue Wertschöpfungsketten haben, wesentlich verbessern. Ich glaube, die Zeit ist vorbei.
Ja, wir können ja nachher auch weitermachen. Danke. Ich denke, dass wir. Ja, sonst, ich habe hier noch den ganzen Tisch voll und ich möchte jetzt auch jetzt nicht die Runde sprengen. Danke, lieber Olaf. Er hat die Arme ausgebreitet. Alle herzlich willkommen bei ihm in jener Mauer. Auch darf ich mal so interpretieren. Vielen Dank für die Einhaltung der Zeit. Ich sage nur zwei Sätze. Wir haben jetzt mal einfach den gesamten Weg nochmal dieses Innovationsforums in einzelnen Punkten nachgefühlt. Mit dem Höhepunkt jetzt zum Schluss der Biowasserstofffabrik. Herzlichen Dank, Olaf Luschnigg.